So. Gar kein Problem, ich dachte nicht, ne, so nicht, aber ich will bei irgendwo mitfahren, weil ich ich fahre definitiv. Warum zur Hölle seid ihr eigentlich nicht zu hören? Was ist da los? Zur Hölle, warum zur Oh nein, oh mein Gott. Ich krieg euch nicht. Warum hört man euch nicht, Leute? Was ist da los? Na, auf You und Tube.
sind. Mist, sag mal, ja, moin, ich hab ihn gerade verwirrt. James, was ist denn mit dir? Das war was Persönliches. Yeah. Hey, James, doch sagen können. Das wäre doch gar kein Problem. Und der lacht noch, der Penner, Alter. Entschuldige. Was ist denn mit dir, ey? Ah. Ich nehme mal eben eine. Läuft der Schmarrn? Kein Problem, treffen uns einmal alle in Köln. Köln-Port, ne? Richtig. Port-Idiot. 51145, ich sag's euch. Jo, rein da. Ein bisschen trage ich dich ja auch gerade. Du bist ein Engel. Irgendwie muss ich mir da immer wieder ein neues Auto kaufen, weil nach jeder Sache ist mein Auto weg. Nee, du musst einfach nur einparken, sozusagen. Ja, aber es ist ja nie da. James! Ja. James, du machst Uber, du Uber-Fahrer? Natürlich mache ich den Fahrer. Wer denn sonst? Weiß ich doch. Weiß ich. Na, hier. Number one. Joggle number one. Joggle number one. Ah ja. Krieg ein bisschen Angst. So, ich müsste mich mal ausstempeln, einen Moment. Ja, irgendwie hatte ich das Problem zum Beispiel letztens, als ich das Auto rausholen wollte. Mann, diese verkackte Tür, Junge. So, machen wir noch ein Helmschild auf hier. Natürlich. Abfahrt. So, zack. Dein Auto ist bereits ausgepackt oder abgeschleppt. Jetzt leck mich doch am Arsch. Ein verkacktes Auto ist abgeschleppt oder ausgepackt. Ah ja. Kann mal einer von euch ein Auto rausholen? Ja, können wir mal ein Auto. Meins ist vorne und schon getankt, nur nicht getuned. Wunderbar. Klasse. Dann Theo, was mit deinem? Das ist doch nochmal tune, oder? Was mit deinem? Und der eine ist, glaube ich, von Hero One. Oder beide sogar. Theo? Ja? Was ist mit deinem? Können wir rausholen? Der ja, ist dann getuned. Ist der. Ja, dann Hobby Galoppi. Habt ihr übrigens geschrieben, ne? Hast du? James, Leute, habt ihr gehört? Ja, hab ich gehört. Was hast du mir denn geschrieben? Ich fahr doch sowieso zu Dab. Ja. Yeah. Was hast du mir denn geschrieben, sag mal? Ich hab nur ja, so guck was. Doch mal. Ja, wo bei denn? Bei der Dashcam, Junge. Bei der Dashcam. Natürlich. Juhu. Juhu. Grüße. Grüße. Aber eigentlich könnte ich das Ding auch mal im D-Funk reinballern, oder? Ja, locker. Oh. Ja. Easy. Boah, der hängt aber ziemlich nach, ne? Ja, das ist YouTube, das ist normal. Okay. Das hat immer einen Delay von 30 Sekunden. Okay, und 30 Sekunden. Wenn du auf Twitch machst, da hast du dann nur, da hast du nur Dings, vielleicht 3 Sekunden oder so. Kannst du einstellen, wenn du Streamlabs benutzt? Ja. Wenn ich was mache? Achso, ey, wir müssen noch Westen holen. Ja, ich hab noch, alles gut. Ich hab auch noch welche. Streamlabs? Ich benutze OBS, Digga. Ah, okay. Ja, ich benutze auch nur OBS. Streamlabs ist der letzte. So, Spiel. Lass mich rausholen, ich mach schon. Okay. Ich nehme eine raus. Ja, wo hast du denn deine? Ich dachte, du hast ganz aufgeräumt. Ganz unten. Ich nehme mir eine raus, ne? Ja. Ich nehme eine Polizeiweste. Nein. Nein, war ein Witz. Sind die anders als normale? Naja, die sehen halt anders aus. Ja, ich weiß, dass es jetzt funktioniert. Danke für die Info. Was? Geh nochmal weg da mit deinem fetten Arsch, Junge. Oh. Genau am Einparkpunkt. Genau da musst du die Weste rausballern. Tja. Was? Es ist bodenlos, dieser Typ. Ja, wo ist das, Junge? So, da. Bitte schön.
Habt ihr noch Westen, Theo? Hammer, ich hab schon, ich hab schon rausgeholt, alles gut. Facharbeiter. Zieht ihm auch an, ne? Ockel, Jockel. Ockel, Jockel, Jockel, Ockel. Jockel. Der Sockenjockel, Alter. Hey, deine Pink Lady ist da. Ich war. Der Sockengockel. Deswegen habe ich die Kacke doch angemacht, Junge. Ach so. Kann man uns jetzt eigentlich da hören? Was hast du wo an? Ist im D-Funk. Habe ich fair und linked. Was, wo finde ich das denn? Na, im Teamchat bei uns. Soll ich mal aufmachen? Ich hab's mal ne? Ui, James, Alter, da komme ich rein. Ich weiß nur nicht, wie die Quali jetzt gerade momentan ist. Die müsste aber eigentlich ganz okay sein. Müsste halt auf 60 und so. 60 Hertz und Full HD und so. Ich weiß aber nicht, meine Dashcam richtig eingestellt habe, weil das war, glaube ich, alles noch auf Twitch eingestellt. Du musst versuchen, mal den Chat anzumachen. Der ist schon an. Er ist an. What? Bin ich dumm oder was? Ja. Nein, natürlich nicht. Gut. Also, habe ich hier keinen, ne? Nee, dann vielleicht nochmal. Ja, aber der ist an. Definitiv. Meine Frau schreibt da auch die ganze Zeit schon. Ich sehe es. Oh, jo, jetzt hat's funktioniert. Jo. Super. Ach da. Jawohl. ne? Auch, wisst ihr alle Bescheid, ne? Abo, Like und so alles da lassen. Klar, ne? Klasse, Berti. Okay, let's go. Let's go. Ich muss tanken. Klasse, ja, super. Kann ich tanken. Ich kann tanken, warte. Okay, ich kann nicht tanken. Ach, scheiße. Sollten wir den Funken ein bisschen lauter machen? Ich höre nämlich gar nichts mehr. So, dann good kick, ne? Good kick. Abort. Mein Abo hast du. Danke. So. Jetzt lassen wir den Rubel rollen, Junge. Ach, ich hoffe, ich kann heute irgendeinen wegklatschen, Alter. Ich gebe uns 5 Minuten, aber Blaulicht hinter uns. Ja, du, ne? Gar kein Problem. Ist ja nicht mein Auto. Nein, Quatsch. Also eigentlich würde ich schon versuchen, uns rauszuholen. Ja, krieg mal. Ich bin ja eigentlich ein guter Fahrer. Ach, du weißt nicht doch. Außer die Pisser rammen mich und meine Karre verreckt, dann ist es schwierig, ne? Deswegen wäre ich auch lieber mit meinem BMW. Ich hab voll. Oh, heute Mittag hast du übrigens noch sehr gut geschalten, James. Ich hatte nämlich die Nummer von Nolde nicht. Oh, oder? War gut, ne? War gut, ne? Aber ich habe auch gut rübergebracht. Ja, hast du. Ich, hast du. Ich musste es nur kurz checken, aber dann war okay, Lichtlein ist aufgegangen. Also alles gut. Was macht der da zur Hölle? Warum rennen die jetzt alle rein? Ich weiß es nicht. Also von uns. Alter, ey. Apotheker schlägt Youngboy. Backup, Front ein. Jungs, chill. Ja, diese Apotheker schießen um sich. Digga, was für Vollidioten, ach, wirklich. Ja, Alter, du hast eine Beleidigung neu erfunden, du Keck, Alter. Oh my fucking days. Du kriegst eine Dauerausreise. Tschüss, auf Wiedersehen. Du bist mir auch egal. Yeah. Und tschüss, Sohn, Alter. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ne? Irgendwie wurde hier jemand getroffen. Aua. Klasse, Berti, Alter. Mir tut alles weh. Aua. Jungs? So, weiter geht's. Ja, schnell geregelt. Easy.
Digga, was war denn das denn für Clown, ey? Ja, ja, hast du immer mal. Der hat ja einen coolen Hut auf, habt ihr den gesehen? Nonne Abi? Ja? Damit's offiziell ist und das nicht so komisch rüberkommt, ich überlasse dir heute Abend mal die Leitung, ne? Meinst du, da kommt irgendwas Sinnvolles bei raus? Weiß ich jetzt nicht, aber am Ende kann ich sagen, du bist schuld, deswegen, ne? Oh, das ist ja süß. Das ist ja richtig süß. Ich weiß, hab dich auch lieb. Hab ich auch gerade gelesen, ja. Hast du da einen? Ich wollte nicht, dass wir nur 100 fahren in der Stadt. Was ist denn hier los? Ja, also bei der Römerei und bei den 20 Cops da am Präsidium, denke ich mal nicht, dass hier einer ist. Echte Führung, kann ich nur sagen. Wirklich, da war der Call anders. Nonne, wir unterhalten uns gleich nochmal, ne? Also, wenn ihr die Zeit habt, fahrt gerne 80 hier in der Stadt oder 30 von mir aus. Glaubt. Oh oh. Dafür kann ich nichts. Dafür kann ich nichts, Alter. Bodenwelle. Und dann so ein behinderter Pisser, der da seine Karre stehen lässt. Dafür kann ich nichts. Kannst wieder nur nicht fahren, ey. Alter, ich steig gleich aus, dann kannst du laufen. Nee, warte mal, ich lauf dann einfach. Was wollt ihr? Was ist mit euch? Ey, moin. Was ist? Was wollt ihr? Seid ihr eine Gang? Ist das über dann? Bist du eine Gang? Ich frag doch nur, Jungs, ich frag doch nur. Macht einen ruhigen. Ob du eine Gang bist, hab ich gefragt. Na, ich bin Micha. Nein. Ich bin Micha Ritter, mein Bester. Micha und Samu. Ja. Samu, Micha kommt besser. Ja. Ja, dann so halt. Lacht erst gerade raus. Oh Gott, nee, ey. Mann. Geil, Junge. Geil. Also, Jungs, habt ihr irgendwas vor? Oder? Wie kommst du denn? Sag mal, wie kommst du denn immer auf Gang? Ey, was ist denn los mit dir? Eigentlich Gang. Ja, ihr seid hier so. Ihr seid hier so mit Schuhen. Ihr seid da mit Schuhen fährt da rum hier so, weißt du? So die Ed seid da, die vollidioten Schuhe. Ich hab dir gerade nicht zugehört, Entschuldigung. Sag mal nochmal. Ihr seid die Schlappen-Gang, oder? Die Schlappen, ja, na klar. Ja, sieht man. Ich hab meine verloren. Ich keine Schlappen anhab, so. Dann zieh dir mal schon. Nee, ja, hat er da drunter an, weißt du, im Schuh hat er kalt. Sag mal, seid ihr frisch eingereist oder was ist los mit euch? Ja. Wie lange seid ihr schon hier? Ich nicht. Wie lange seid ihr denn schon hier? Seit einer Stunde oder so. Ja, oh, ja, doch, schon so lange. Okay. Ja, genau. Das ist krass. Läuft ja richtig. Da wurde ich vor Vollidioten ich angefahren, ey. Man musste hier ins MD, Alter. Von uns oder was? Nein, nee, von so weißen Jisken, Alter. Ja, wirklich. Der Vollidiot. Und dann hier musste mir der Arzt so eine Pike rein in den Beinrahmen, Alter, also wirklich. Wo schreist du denn so? Wer, ich? Ja. Nee, dein Nachbar. Natürlich du. Alter, klar, wenn ich schreien werde, dann. Also wenn ich schreie, hört sich's anders an, mein Bester. Ja, dann fahr jetzt weiter, geh. Dann geh woanders rumschreien. Auf Wiedersehen. Nein, ich schreie ja nicht. Ey, mein Bester, seid jetzt eine Gang oder nicht? Ja, was hast du denn? Ey, wirklich, was hast du denn mit Gang die ganze Zeit? Wir gehen jetzt wandern. Fanboy oder was? Was ist da los? Klar, Fanboy, Junge. Richtiger Fanboy. Voll. Ey, mein Bester ist jetzt besser. Digga, die sind gleich weg, Alter. Was sagst du? Ich hätte Bock, dann ne? Los, hinterher. Da komm. Leute, du bist ja heute Gruppenführer hier vom Verein. Klasse, Berti. Könnte der Gruppenführer mal übernehmen? Die sind links gefahren. Bleib mal stehen. Ey! Ihr sollt stehen bleiben! Bleibt stehen! Okay! Ah! Jetzt müsst ihr wieder ins MD. So, und jetzt einmal bitte beide die Hände hoch! Ey! Hände hoch! Wie denn? Wie geht das? Ein Scherz jetzt oder was? Ja, warte! Neben der 1 Muskel links! Einfach mal einmal drücken bitte! Aha! Dankeschön. Ja. So, keine Bewegung. Ja. Ey, mach einen ruhigen, Alter.
Boah, du hast eine Angel, Alter, du bist ja richtig krass. Ja, ey, ich hab gefischt hier, Alter. Ey, Jungs, könnt ihr bitte die Waffen runterpacken? Ich fühle mich ein bisschen. Nee, einen Scheiß machen wir. Wieso? Wir machen das, was wir für richtig halten. Das ist eine Kugel in meinem Rücken, Alter, was ist mit euch? Geil. Ey, zieht die mal raus oder so, Digga, was ist mit euch? Ey, ist ja doch geil, ich bleib ja nur eine Angel und Jungs. Was soll die Scheiße, Jungs? Kannst du die Handschuhe ein bisschen so. Ich bin Micha. Lass den Micha in Ruhe, Alter. Ey! Ey, Mann, was ist denn mit euch? Ey, was ist denn mit Roller? Ja, ich glaube, mit eurem Roller könnt ihr jetzt nicht mehr fahren, ne? Lass ihn mal hier schicken, ich ruf die Polizei, dann soll ich. Einfach am Rand. Nein, ihr Arschlöcher, was soll die so? Was seid das? Was, warum? Die Polizei an, warte. Stell den auch mal rüber. Wenn ihr eine Pfadfindergruppe bei einer Rumfahrt stört, dann müsst ihr dann brechen. Ihr seid eine Clown-Gang, Alter. Guck mal, Rautos, guck mal, wie aussieht, ihr Clown. Was hast du gerade gesagt? Digga, ja, eine Clown-Gang. Eine Clown-Gang sind wir. Ja, ah, ja, jetzt direkt noch ein Headshot ja, so rot-weiß. Nee, das war ein Späße. Sag das mal nochmal. Das war ein Späße, das war ein Späße. Stopp! Alter, Jungs, bitte. Tut sie weg. 3, 2, 1, rein in die Mütze, Mädels. Jawohl, 1, 2, weiter geht's. Super. Die Mädels auch was gönnen. Ja. Clown-Gang. Jawohl. Jawohl. Alles richtig gemacht. Oh nein, das ist jetzt nicht getan. Ja, warte mal kurz. Halt die Fresse. Ja, sicher. Warte, ich bin halt für euch da. Halt die Fresse, hab ich gesagt. Ja, warte mal. Was jetzt? Warte mal. Für dich hat das hier ein Ende. Auf Wiedersehen. Hat das hier ein Ende, du Hutensohn. Jawohl. Noch einer, geil. Wow. Du auch noch, oder was? Ey, ihr Potzen, Digga, euer Missgeburten-Server. Köln, Digga. Ja, Potzen. Köln, Digga. Und die Frauen gemacht. Wiedersehen. Alter, also ich muss mal sagen, ne, wir sorgen hier für Recht und Ordnung, ne? Die ganzen Vollidioten kommen weg. Wie war das mit der Purge-Durchsage, James? Ja, Digga. Wir machen wirklich die Purge. So, auf jeden Fall, Alter. Ich fühle das, ne? Ich fühle das absolut. Ey, Leute, vergiss nicht den heute vom UKK. Das stimmt, hast du recht. Habe ich gerade einen Namen gehört? Braucht da noch jemand eine Kugel? Schon er hat doch in der brenzligen Situation. Die Nonne hat deinen Namen doch auch schon gesagt. Nein, überhaupt nicht. Richtig. Doch, den habe ich gehört. Du bist bei der Maß gemessen, ne, James? Merkst du selber. Und schon wieder. Alter, Jonas? willst du mal in die Butze reingucken? Jo, na klar, easy. Junge, was ist da los? Das ist doch dein Part hier. Aber warte mal, ich habe gar keine Dietrich-Leute dabei, ne? Ich hab Dietrich. Och Mann. Ah, nee. Ich hab aber auch einen, ne? Guck mal, wie sie schon wieder jallern will, ey. Ja, lass den Flachsinn. Unmöglich, Alter, unmöglich. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Das Kleptomanie, wa? Kenn ich. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So, weiter geht's. Abfahrt hier. Ich muss gleich noch irgendwie trinken und Essen besorgen. Nein, darfst du nicht. Ich kann dir was geben. Später. Ja, ich hab noch drei Burger, okay, keine Sorge. Ach, warte, Sekunde, ich hab gerade Orientierung geklaut, warte. Och, Digga. Jawoll. Ich bin mit Labs, Jonas, fahr du Koks, Rouge. Ich bin noch gar nicht reingefahren bei dir, du sagst. Du bist bei mir reingefahren, ich habe zwei Zeugen und warte mal, ich habe sogar 3, 4, 5 Zeugen. Ich kann dir gerne eine Dashcam aufzeigen. Ich kann dir, ja. Bin ich auf jeden Fall. Guck in meine, Alter. Ja, das war doch gerade. Ja, Nonno, wo willst du denn hin? Ja, es ist. Ich will mal gucken, wer hier so am Klopfen ist. Vielleicht kann ich dir einen abstauben, der für uns, weißt du, arbeitet. Auf jeden Fall sehr gute Idee. Und dann hole ich mal gleich mit 3 Autos die Schmiede. Sehr schön. Ey, ich habe jetzt nicht verstanden, ne? Ich und Matze kümmern uns jetzt um Koksroute, ne? Ja, wir machen Human. Ja, und James macht Human. Ich krieg eine Macke mit den Scheißnamen, Alter. Hat jemand Benzinkanister dabei? Wir sind liegen geblieben. Mhm. Ja. Würden Sie uns bitte helfen? Oh, ich hab meinen doch nicht dabei. Jetzt kommt. Nein. Ja, einfach mal rein. Ja, wir brauchen Kanister. Wir kommen. Oh. Warum hast du eigentlich dein Handy die ganze Zeit in der Luft? Oh, ja, weiß ich auch nicht. Da ist ein Berti. Weil ich kann.
Alter, der stand heute Morgen schon da, ey. Das sieht's wieder, ey, die können gar nicht. Ey, übrigens, ne, wenn du darfst aus dem Gefängnis ausbrechen, auch wenn keine Polo hast, ne? Ja. Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Was denn? Der Nackt ist trotzdem geschlossen dadurch. Ja, nicht dein Ernst. Doch. Wie geil ist das denn, Digga? Also wenn du quasi komplett das Haus schaffst, wenn du aber erwischt wirst beim Ausbrechen, dann ist verkackt. Ja, gut, dann hast wenn du noch mehr. Wenn du ausbrichst, wenn Pool nicht da ist und keiner von den nachdecken, Junge. Was wollen die denn da machen? Dann können aber die ja dann. Ist Flucht nicht ein natürlicher Trieb? Dürfen die das überhaupt bestrafen? Ja, natürlich. Klar. Digga, was war das denn jetzt schon wieder für eine Frage, Alter? Nee, ich kenn's halt so. Hoffentlich ist jetzt hier was los, ey. Boah, ich glaub schon nicht. Nee. Hat einer Dietrich bei? Echt jetzt nicht? Euer Glück, dass hier nichts ist. Dein Glück, dass hier nichts ist. Nee, das gibt sonst eine Abmahnung, Alter. Ich bin Chef, ich muss nicht. Ihr müsst vorbereitet sein. Dabei. Ich hab die Brackets dabei. Ich hab meine Dietriche eingepackt, als ich mit Nonne bei der Justiz war und ich als Praktikant für Anwaltschaft mit reingenommen wurde. Hab ich meine Dietriche gleich weggepackt, sonst heißt sie, warum haben sie denn Dietriche dabei? Meine wurden abgenommen. Deine wurden abgenommen? Ja, ich hab dich doch vorhin angerufen. Ach ja, stimmt. Deine Frau hat welche. Ja, das ist klasse, ne? Dann werd mal wach. Der war jetzt echt gemein. Ey, wenn sie mich hier verarscht, was soll ich denn machen? Außerdem ist sie gerade weit genug weg, die kann mich gerade nicht schlagen. Boah, die kann dich morgen schlagen, wenn ich nach Hause komme. Ja, naja. Rechts. Das läppert sich. Naja, eigentlich bräuchten wir wirklich Dietrich, Alter. Es ist total scheiße, jetzt ohne Dietrich herumzurennen. Ja, dann lass hier. Alter, mit Blaulicht. Hä? Nee, bei mir hatte der kein Blaulicht. Bei mir auch nicht. Tatsache. Weil ich würde gerne hier nochmal reingucken, Mann, du Kackvieh, verpiss dich. Ja, obwohl, gut, hier steht gar nichts. Doch, ein Auto steht da vorne. Noch eine. Ja. Aber ohne D. Mann, warum habe ich denn meine verkackten Dietriche nicht eingepackt? Ja, ich habe auch keine eingepackt. Verpiss dich. Upsi. Ihr habt gesehen, es stand auf der falschen Seite. So. Mhm. Dann lass doch mal eben welche holen, oder? Ja, machen wir gleich. Dann fahren wir hier links. Warte gleich. Vergessen wir sie. Ey, kannst du von hier da runter gucken, was? Relativ. Hier von der Brücke gucke ich immer. Wo sind die dann? Achso, du meinst da drüben jetzt keinen? Nee, ja. Das wird glaube ich nicht reichen. Ach, da guckst du, ob einer anbaut oder was? Ja, nee. Also jetzt hier am Leuchtturm, genau, da kann man gucken, ob einer anbaut. Das ist quasi die Koksroute. Da, wo die jetzt hinfahren. Guck mal, klappt auch mit der Schnürschuhe. Die gerade hier an uns vorbeigebrettert sind zum Leuchtturm. Habt ihr Dietriche dabei? Ja, haben wir. Sind da zwei Autos? Ich möchte bitte mal, nee, aber ich möchte trotzdem mal bitte einen Dietrich haben, oder zwei, oder drei, oder vier. Wenn du mal bitte sagen könntest, ne? Ist ein bisschen verletzend hier. Ich bitte dir gleich eine. Wir kommen gleich, warte da. Ich bitte dir auch gleich eine, Junge. Ich brauche mal ein bisschen Offroad hier. Das eigentlich? C63. Seitdem oder? Der Jojo die Scheiße. Oh, der fährt die ganze verkackte Route oder was? Digga, willst du jetzt den ganzen Berg abfahren oder was? Der Matze wollte mal die Coca-Blätter sehen. Seitdem der Jojo in der Team mit ist, ist der ganz schön frech geworden. Gib mir all dein Dietrich. Hier. Einer von euch will jubeln. Ich will Dietrich haben, her damit. Dankeschön, bester Mann. Facharbeiter. Kuss. Kuss geht raus aus Nüsschen. Facharbeiter. Was hast du gesagt, Leute? War schon eh nur Human Labs? Ja, waren wir schon. Super.
Koksen ist auch leeren. Ich hab einfach die Hosten. Jungs von Zero One. Ja, dann aber geschlossen, ne? Ist er rein? Ich mach das schön. Ja, ja, klar, wir fahren geschlossen rein. Bring doch mal rüber, du Schlampe. Den hab ich gesehen. Mann. Hat jemand noch einen Kanister bei oder was? Ja, wieso? Ich bräuchte hier mal ein bisschen Flüssigstoff. Wie seid ihr denn organisiert, ey? Ja, genau so, dass man Leute bei hat, die auch mal helfen, ne? Also geben und nehmen ist das. Das ist Betteln. Ich muss gerade allen helfen, ne? Betteln ist das. Betteln sei echt, bettel dir gleich eine. Alter, was ist denn hier los mit euch? Junge, haben die alle eine große Presse. Ist ja, ja, richtig so, ne? Wird nicht geschenkt hier. Einer von euch muss fahren, Lieferando ist an der Tür. Schon. Super. Oh, können wir eben im Kopf, ne? Hip, hip, hip. Oder wo möchtest du fahren? Nee, alles gut. Du bist besser im Fahren als ich allgemein. Macht euch nicht kleiner als ihr seid. Siehst du? Was machst du? Hä? Brichst du jetzt das Auto auf, oder? Ich tanke. So. Er tankt die Tür voll, alles gut. Richtig. Hey, ich dachte, das macht man heute. Oh mein Gott. Oh, ich muss hier weg, Alter, einsteigen und zwar Abfahrt, jetzt sofort. Digga, da kriegst du ja, oh. Quatsch, das ist doch richtig schön, doch. Nee, lass mal sein. Ich hab Hunger, ey. Oh Gott, weg hier. Gas. Wo sind denn diese Vollidioten nochmal, wo wir da hin wollen? Oh, gute Frage. Ja, gute Frage. Wo sind die nochmal, wo wir jetzt hin wollen? Wie heißen die Viecher nochmal? Die Viecher. Raus mit den Viechern! Wie die heißen? Und wisst ihr auch, wo die denn? Ja, die sind oben am Ententeichsee. In Winewood. 6067. Top. Ja, dann abfahren. Ja, genau, Schatz, du fährst, ist klar, ne? Mach mal. Das ist schon eine gute Idee. Vor allem, weißt du, jetzt ziehen die sich da Modern Talking rein, Alter. Das ist doch geil. Du siehst sie in 3 Kilometern, siehst du die auf dem Dach und noch im Auto tanzen, Alter. Die einfach nicht klarkommen auf ihrer Welt. Scheißegal, ob wir drauf gehen, Hauptsache tanzen. Lui, lui, lui. Ja, genau. Brasalu, ja. Brasalu. Nee, warte mal, Sistalu, Sistalu. Ui, Alter. Das war ganz schön knapp jetzt, Junge. Absicht, ne? Das war geplant, Leute. Was ist denn mit euch nun? Genau. Alter, war der Junge, ich hab schon wieder Lichter gesehen, ne? Kranker Scheiß, Alter. Egal, wir leben noch, alles gut. Was wollte Berger eigentlich von dir? Der wollte einfach nur mal mit mir mitfahren, weil er mal festgestellt hat, dass er noch nie mit mir mitgefahren ist und wir haben 2 Clubs entdeckt, 2 neue. Und dann wollte er mit zu uns nach unten und dann wollte er wissen, was für ein Funk wir sind. Da habe ich gesagt, es gibt genau eine Möglichkeit, wie ich dir unseren Funk verrate. Ja, die Aussage hat ihm irgendwie gefallen. Ja, der will ja.
dürfen nicht zu uns. Weder Lukas noch Berger. Warum darf Berger nicht? Sag schnell, der. Sag nicht Gerhard. Nee. Smolik. Smolik, genau. Hat Smolik das echt verboten? Ja, aber warte mal, wenn es um Werkstatt geht, dann hat Smolik das nicht zu entscheiden. Smolik entscheidet über Young Boys. Ja gut, aber... Wenn Gerhard sagt ja, dann... Ne, und ich auch, dann ist es überstimmt. Oh yeah, tschüss. Perfekt. Richtig gut, dieses bescheuerte Drecks-Piss-Anwesen. Oh, ich hasse es wirklich. Geisteskrank behindert, diese Scheiße. Ja, Kevin, nicht nur du, ne? Schön, schön, schön. Klasse, Berti. Wirklich, diese behinderte Scheiße sollte abgeschafft werden, Alter. Hey, ich war der Einzige, der noch geht. Digga, jetzt mal ohne Witz, was ist denn das, Alter? Hä, wenn bei es, mir war alles gut. Also. Ich sag dir, nee, aber komm, Digga, es ist doch offensichtlich, wie viele rausfliegen, ja? Das stimmt, wie viele ja. Schlafen geschickt werden, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Und genau deswegen sollte man so eine Anwesen dann ja einfach direkt wieder wegballern. Ganz einfach. Habe ich gewundert, ja. Auf einmal war ich alleine hier. So. Ich gedacht, was the fuck, was geht denn ja, jetzt? Ja, weil das ist einfach bescheuert, ganz ehrlich. Einfach bescheuert ist das. Obwohl das unser Auto noch alles gut ist. Dave Ben sagt Mahlzeit. Mahlzeit. Gute. Hat jemand Repair Kits? Ich ja. Ja, ich. Hast du, also ich will, mir fehlt da ein Bitte, ne? Was ist mit Anstand? Ah, er hat eine neue Weste. Okay. Nee, leider nicht. Ah, ja, ich hab die noch eine. Warum hast du deine eigentlich noch an? Ich hab extra mehr mitgenommen, weil ich wusste, wenn wir hier hinfahren, dass es wieder abscheißt. Ja. Ich bin, weißt du, ich bin so ein Typ, der denkt einfach mal nicht. Sagen wir mal einmal das aus für alle, wa? So, nö, ich war doch drin. Spitzname. Ich bin nicht schlafen gelegt worden. Was? Wer dann? Ich oder er? Ja, mir ist scheißegal. Du erstmal, dann die Sauer. So, und du? Ja, Filzung langsam. Oh, schon wieder du. Ja, ja. So, gut. Thema wäre erklärt. Ich bräuchte auch eine. Noch eine? Ja, nee, ich habe leider jetzt gar keine mehr bei, sorry. Jetzt ohne Witz, also ich hab drei weitere bei gehabt. Ist okay. Also immer das Bitte gefüllt. So, wo war unser Auto, Lu? Dieser blöde Penner, Alter. Ich hau den gleich, ja. Wen willst du hauen? Dich will ich hauen. Den kenne ich nicht. Ich hab ja, den ist klar. Ist überhaupt im Stand? Ja, nee, ist klar, ne? Ja, ich hatte gar keinen. Wird mal einer an Dietrich hier? Ja. Gibst du mir ein? Sicher. Jojo. Ich hab mir gedacht, so, was geht denn jetzt ab, Alter? Die fällt ja alle drum. Warum ist die Bank auf das? Ja, weil du die umgeknallt hast mit deinem Auto. Davon wüsste ich. Auf einmal ist dein Auto hier voll reingeknatzt, ey. Ja, bei ja. Kopfabsturz. Ja, und lag auf dem Lambo da. Ich bin stolz. Ich fand's ja eh erstmal ein bisschen frech, ne? Ich hab erstmal gedacht, so, was geht denn jetzt ab, ne? Ich frag hier rum, ne, was los ist, ne? Und ja, wir müssen eh auf Leute warten, ne? Mono. Definitiv nein. Nein? Nee, wir wollen nicht warten. Ja doch, natürlich müssen wir warten. Ich wollte schon sagen. Natürlich. Dann gucken wir nach Hause kommen, kann ich ein Taxi bestellen. Krass, ey, sei doch mal nicht so frech, Jojo, ey. Du bist richtig frech geworden, ey. Weißt du, das sagt Thunfisch, dass du frech geworden bist. Was? Merkst du selber, ne, Thunfisch, merkst du selber. Wer ist denn eigentlich alles hier gerade? Ich bin nur bodenständig geblieben, Alter. Ich ja, nee, ist klar. Ja, ja, hör bloß auf, du Lügner. Wo will ich denn frech?
bist immer frech. Du bist der Schlimmste von allen. Ey. Schlimmer wie Jojo und ich zusammen. Au, Palmer, jo. Ich hab nichts gemacht. Einer, ich habe nur eine Bier getrunken. Du bist echt einer mit der Liebsten hier. Tatsächlich. Gefällt mir gar nicht. Okay, jetzt. Hier unser Klugscheißer. Unser Klugscheißer, Digga, was ist denn mit dir los? Der ist absolut alles nur nicht lieb. Da kennst du den nicht richtig. Ja, ach, also Cordy. Nein, wie geil. Sehr gut. Ich bin nur gegen Jojo. Kannst ja gleich mal so ein Herzchen da lassen und so. Wer? Herzchen? Ach nee, warte mal, hier gibt's ja nur Däumchen. An Dings da lassen, ne? Jojo braucht ja nur seine Hose runterziehen und dann fällt ja noch was von vorhin runter. Entschuldigung? Die Buchse hat er ja vorhin nicht gewechselt, nachdem er sich einen abgeschissen hat. Stimmt. Was ein Typ. Ich klär das jetzt ein für alle Mal. Ihr seht, alles sauber. Weil du zwei anhast. Ja, richtig. Im Auto hat's gestunken, Alter. Von nirgends kommt nicht. Ja, wartet ab, wenn wir wieder in der Halle sind, meine Freunde. Wartet ab. Ich merk mir das. Achtung, der zieht heute noch blank. Wartet ab. Wenn wir dann reinkommen, so in die Halle, der geht ab, Alter. An der Stange, aber. Und wir werfen dann die 1-Euro-Scheine dahin. Nee, wir stehen da und sagen, Bauschicker, wow. Jawohl. Von TV fehlt der LINK noch. Was? Ach so. Ja, keine Ahnung. Ach, Digga, das ist auch kein Muss. Bin ich so like geil. Ich hab auch. Ja, das ist ja schön. Freut mich für dich auf jeden Fall. Wer ist TV? Was? Ist jetzt. TWETCA. Guck mal, die bückt sich da schon. Wer ist das? Ist das jetzt hier eigentlich unser neuer Anwesen oder warum stehen wir hier? Wir warten auf Nonne. Nonne? Sollen wir mal da drüber springen? Mal reingehen. Weiß ich jetzt nicht. Warum nicht? Ist offen. Ich werde nichts sagen, ne? Aber eigentlich war gesagt, nicht reingehen. Dann raus hier. Sagt er nicht reingehen. Aber weißt du, ich wollte mal gucken, wie weit ihr geht, ja, aber ihr rennt ja einfach alle rein, obwohl vorher abgesprochen war mit Nolte und mir. Ja, weil ich euch rausholen musste, weil ich wusste, dass kein Schwein im Funke ist, Alter. Hast du kein Funkgerät? Ich war auch abgesprochen, dass wir nur 100 fahren in der Stadt, da wurde sich auch nicht dran gehalten. Hast du kein Funkgerät? Natürlich habe ich Funkgerät. Ja, also warum bist du reingerannt? Wie viele Strafzettel ich jetzt schon wieder hab, ey. Oh, Alter, bodenlos. Wie viele was? Strafzettel. Also Knöllchen. Ja, doch. Ich habe auch schon einen. Ich guck gar nicht mehr nach. Ja, auch nicht. Aber guck mal, die Mädels tanzen zumindest eins. Natürlich. Reingegangen, oder? Was? Nein, wir sind nicht reingegangen. Nee. Ist auf jeden Fall alles auf. Überall. Hättet ihr auch direkt voll sprühen können, ey. Schön. Warte mal, war nicht die Absprache nicht reingehen? Ja, natürlich. Naja. Gehen wir jetzt rein oder was? Ja, würde ich auch sagen. Nur wenn ich jetzt drin wäre, dann hätte ich auch das Spray mitgenommen und überall Matratze hingesprüht. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar Spraydosen irgendwo in einem Auto gelagert, weiß aber leider nicht in welchem. Geil, Junge. Geht mir genauso. Ich will kaufen gehen. Oh, schön Fitnessschiff. Alles hier zusprühen, auf die 1. Guten Hunger. Danke. Ja, guten, ne? Mhm. Danke schön. Danke, ihr Hasen. Beide haben futtern, oder was? Ja, sicher, ja klar. Ja, Beleuchtung meiner Finger ist irgendwie weg. Die was? Beleuchtung meiner Finger. Oh, cool. Dunkel hier. Machen wir jetzt hier ein Picknick, oder was? Scheint so. Ja, sicher, na klar. Wie sind denn noch hier? Alle. Wir warten auf dich. Alle 8. Der macht einen Ampelmann.
Ich geh kaputt. Wollen wir zur Schmiede fahren? Was? Wie? Ah ja, Schmiede waren wir noch nicht richtig. Okay, komm. Auf los, geht's los. Ah, ich brauche eine neue Weste. Achso, Entschuldigung. Ihr braucht noch. Hier ist ja sogar ein Parkplatz. Mhm, ja, bitte. Leute, da ist noch einer. Ja, auf den Rest warten bitte, Leute. Wo ist noch einer? Die war noch nicht eingestellt. Wo ist wer was? Ich dachte, da hinten wäre noch einer, weil da eine einzelne Person bei mir beim GPS angezeigt wurde. Das war ich, weil ich noch nicht im Auto war. Ja, das ist richtig. Wenn wir unterwegs sind, ist Nonne nur am Futtern. Wir bei 2,04 Meter. Nonne? Was war das jetzt? War mein Baby? Oh, mein Baby. Mäuschen, sag mal. Oh. Warum bist du eigentlich immer, wenn wir Action haben am Futtern, ist das Nervennahrung? Weiß ich was, mein Mund ist voll. Du Sack, Alter. Pizza. Boah, ich hab auch Hunger, ey. Echt ohne Witz, ey. Und ich schenke immer noch hier. Ich muss gleich auch mal, glaube ich. Ich hab. Um die Frage zu beantworten. Bei jeglicher Art von Räumen, wo ich an der Tür stehe, habe ich immer einen Red Bull da. Bei dem Bull von 800 Fliegen. Und tatsächlich ist das Nervennahrung, was ich mir mal reinziehe, weil ich immer übelst Puls krieg, weißt du? Oh, du, das kenne ich. Ich hänge hier auch gerade mit Hack, Schafskäse, Kartoffelauflauf, ne? Oh. Ah, Schloch. Mm. Ich habe mal so eine Info für in der Runde. Die Fahrerin hier im Auto hat, glaube ich, deftig einen an der Schüssel. Wie, das fällt dir jetzt erst auf? Ja. Wo willst du eigentlich? Was machst du denn schon wieder? Da hängt eine Karre übelst weit hin. Warte mal eben hier. Der hängt noch am Casino, der Arme. Ich wollte auch nämlich gerade sagen, wo will der eigentlich hin? Was, mein Schatz? Ich habe kein Repair-Kit. Jonas, mein Schatz? Wie lange bist du denn heute wach, mein Hasenstag? Boah, ich kann das nicht so bis 0, vielleicht 1, das muss ich noch spontan schauen. Machen wir beide zusammen bis 1? Ist ein Plan. Super. Also viel, viel später kann ich wirklich nicht, weil 5.30 Uhr ist Schicht, ne? Bei mir 3. Wir können auch halb eins machen. Ja. Wir können auch 3 machen, dann bin ich nicht so allein. Auf dem Arsch weg. Genauso, da schließe ich mich der Nonne an. Was hat er gesagt? Beim Hammer und beim Dachdecker reicht es, Theo. Wie trocken das immer kommt, Mann. Das ist so geil. Wow! Ich muss um 3 Uhr anfangen zu arbeiten und ihr. Wärmt aus, meine Mäuschen. Bindet den Gegner. Alles. Ich muss um 14 Uhr anfangen. Hab Spätschicht, ne? Super. Digga. Ich hasse dich auch. Dann kann ich mir wieder mach ich Feierabend. Wie gesagt, ne? 5.30 Uhr wieder aufstehen. Action Jackson, ne? Ich hab mir auch gestern, war das gestern? Ja, gestern war das. Hab mir eine Pizza geholt, weil ich bis 11 machen musste. Und 10:30 haben sie sich 3 Meter neben meinem Auto abgestochen. Alter, das ist ja geistkrank. Das ist hart, ja. Aber ich hab die Pizza weiter gegessen. Ja, immerhin. Das war so klar, ne? Hilfe auf gar keinen Fall, aber essen. Ja, Polizei gerufen, mehr hab ich nicht gemacht. Ja, mich würde ich mich da auch nicht tatsächlich. Ist jetzt hier überhaupt irgendwas? Weißt du, die typischen Glotzer-Typen, die dann immer stehen bleiben, weißt du, und du sitzt da auch noch mit einer Pizza, Junge. Was soll ich denn machen? Wir müssen doch zum Matratzo anwesen. Lass mal da duschen. Und da sitzen können wir eigentlich, wenn da nichts ist, langsam kochen gehen. Wir haben nur noch 2 Sterne. Jo, ist ein Plan. Genau so.
Ich glaube, ich gehe dann aber schlafen. Wir haben schon 22 Uhr. Ihr macht mich fertig, Jungs. Ja. Ich morgen kann ich wieder lang arbeiten. Mach da einfach mal durch. Einfach mal over das Tier. Wenn du mit mir durchmachst, durchmachst. Hat er gerade gesagt? Warum ist nicht immer einer, warum es einer nicht schafft, immer bei denen zu bleiben? Das bist in dem Fall du. Alter, wir sind hier in der Stadt. Aufteilen in der Stadt, okay. Irgendwo ankommen zusammen, ja. Mein James, tut jetzt kein Aussehen, okay? Wir wollen in Kolonne fahren, das sieht cooler aus. Du tust den Vibe zerstören. Dabei fährt er auch noch die längeren Wege. Ja, nö, ich habe auch nicht gesagt, dass ich abkürzen will. Essenz zeigen, ne? Ja. Mal nur noch ein Stern, ey. Generell? 28, 7, guck mal, da geht's jetzt alles. Alter. Ja, da gibt's echt langsam weniger. Sind's nur 27 aufgewachte. Ja, ja. Digga, ich glaube, ich habe gerade die eine, ne? Ich hab da was verpasst. Hast du eins? Ja, ich hab 10. Ich hab 15. 17 sogar. Oha. Ich habe eben noch welche gekauft. Nolte? Ja, bitte? Ich weiß, dass du das Tuning rausgenommen hast, weil ich habe keine Scheibentönung mehr. Und die auch nicht. Hast du den Text von deiner Frau gelesen? Mega ja. Gut. Was denn? Oh, ist so. Ja, Pink Lady, das ist definitiv so. Ich liebe es. Ich mag McDonald's, ich liebe es. Ist bei euch! Oder einfach nur schlecht gefahren? Unter der Matrix. Mal den Fahrer wechseln? Ja, bitte, gerade klappt es bei meinem Kopf nicht. Wenn ihr wollt, ich kann tauschen. Julia, du kommst hier, ich komm rüber. Nee, also du kannst ja auch einfach fahren. Oder so. Ach, der liegt da. Oh, ich glaube, Lou ist, Ja, wenn ich zu schnell fahre und mein Kopf nicht hinterherkommt. Da könnte man jetzt ein paar frauenfeindliche Witze bringen, ne? Nein, das tun wir aber nicht. Das machen wir nicht. Ich habe gesagt, man könnte. Wie gesagt, dass wir es machen. Habt ihr noch Platz, beide Autos? Wir haben noch Platz, ja. Zwei Plätze drüben ist noch eine. Wir sind, genau. Seid auch cool hier? Ne, einer, genau. Ja, dann müssen wir jetzt. Sorry. Oh, ich will das Auto wechseln, bitte. Warum? Du rutschst hier die ganze Zeit, das einmal ist in Ordnung. Alter, komm nur noch, pupst. Kannst du jetzt raussuchen, ja. Oh mein Gott, mein Kopf kommt gar nicht mehr. Du willst das Auto wechseln, ja? Mich als Fahrer willst du absehen? Ach so, du bist Fahrer, ich bleib doch hier. Ich wollte gerade sagen. Danke, du Arschgesicht. Ja, mit dir fahre ich nie wieder. Also, wenn du am Steuer bist, dann fahre ich lieber 10-mal in die Matrix, als mit dir über die Kajobrücke zu fahren. Alter. Das ist böse. Wir müssen ein Stück zurück, da können wir da reingucken. Weiter. Stopp. Ja, Zero One ist wieder hier drin. Die Arrenschäne da hinten. Ja, noch würde ich sagen. Eine hellgrüne steht da drin und die lila. Da läuft einer, da läuft glaube ich einer. Ja, ja, da läuft auch einer. Was machen wir? Nicht, gar nichts, du kannst ja jetzt kein Base Raid machen, das kannst du nicht machen. Nee, es ging ja nur um die Informationen, ne? Die wir da kriegen. Die tun sich safe zusammen. Ja. Also Zero One. Da seht ihr das auch? Vogel los, Alter. Die Fliege. Mit. Ja. Ein Vogel, der zwitschert, Alter. Ich sehe da einen im Anwesen rumlaufen.
Ja, aber... Also langsam habe ich das Gefühl, dass... dass die Zero Ones quasi so Ableger von den Matratzen sind, so wie die Zusammenhänge da. Ich glaube, das gibt irgendwann einen Bündnisfall. Die sind beim CC mal da, oder? Ja, jeden Tag. Hey, guck mal, den Vogel unten links. Ja. Ja, haben wir auch schon gesagt. Achso, ich dachte, ihr meint den Vogel, der oben gerade geflogen ist und mal oben unten war. Ne, wir meinen der Vogel, der hier hängt und bald singen wird. Ja, wir haben noch einen Stern, sollen wir nochmal Spaghetti Bolognese machen? Ne? Ja. Let's go. Und wenn gar kein Stern mehr ist, dann gehe ich in. Nee. Eine Waffe mache ich erst dann, wenn gar keine mehr wach ist. Dann. Macht eigentlich total Spaß, nur wenn mein Kopf nicht hinterherkommt, dann ist das voll nervig. Das ist kacke. Das kenn ich. Sag mal, Stoff da vorne im Engine Skin. Alter. Jetzt reicht's. Die Pölle in der Mitte, die Pölle in der Mitte. Ja, danke. Das musste sein. Ich wollte auf den Platten schießen. Ich schieß dir gleich mal einen Platten. Schieß auf Platten, Junge. Oh, bremst jetzt bloß nicht. Oh, guck mal, Windschatten. Windschatten, ah. Das machen die mit Absicht, weil die jetzt schießen wollen. Mal gucken, ob sie. Jawohl. Meine Verlobte drin, wir müssen aufpassen. Das war schon mein Problem. Du hast jetzt so gelacht, du Knecht. Das war Jockel. Was? Also. Ach so. Digga, du bist ein Vogel, Alter. Theo verabschiedet sich, damit der nochmal 5 Stunden schlafen kann. Bis morgen. Ciao, 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 ciao. Außer. So. Ich brauche. Genau den ich schon mal nicht hier habe. Jawoll. Ich war hier immer so. Regenbogenfarben. Na, aber natürlich. Abheben von der Masse, mein Freund. Ja, ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Dass du nicht noch dicke Felgen drauf hast, wundert mich. Kommt noch. Ach du blöder Penner. Ja, moin. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und den Einparkpunkt bitte nicht komplett zustellen, weil ich muss jetzt hier öfter mal rein und raus rennen. Fick dich! Wie war das? Digga, bist du lebensmüde oder so, oder was? Ich frage mich auch, wer hier die ganze Zeit rumschießt. Du fühlst wahrscheinlich du. Kannst ja halt auch nicht ausdenken, ne? Ich fahr mein Johnny Fett, der fahr ich. Ah! So, einfach mal alle Journeys bitte genauso aufstellen wie ich. Einfach in eine Reihe, weil bei 5-6 Journeys schaffen wir es eh nicht innerhalb von Sekunden einzuparken. Ich bin auch raus, bis morgen. Bis morgen, viel Spaß euch. Bis morgen.
ganze Zeit funken beim Reden, das ist besser. Okay. Ja, dann bist du hier wohl mal schlafen gegangen, ne? Schätzelein. Bleib stehen, du Vogel. Geh mir nicht auf den Sack. Ich fresse. Ups. So, wer hat sich jetzt hier nicht dran gehalten? Digga, was ist so schwer daran? Ich verstehe das nicht. Es ist eine simple Bitte. Ich hab doch gesagt, alle in eine Reihe. Ja, weil der Einparkpunkt einfach mal gebraucht wird. Öfter mal Journey, hier Dings. Ja, aber dann können wir nicht alle zusammen reden. Alle sind natürlich zu weit können weg. Wir das. Du hast doch ein scheiß Funkgerät. Mensch, das geht. Ja, Funk ist nicht so. Besten beim Reden einfach alle Funk. Welcher Journey steht falsch herum? Ja, welcher wohl? Ist nicht dein Ernst. Muss da ein Mindestabstand sein zwischen den Bäumchen? Wenn du Hanfpflanzen meinst, dann ja.
Dark Chat von La Camorra? Ja. Super. Im Übrigen, La Camorra müsste das Café gehören, wo wir heute essen waren. Ach so. Sieht man da meinen Namen oder so im Dark Chat? Man sieht deinen Spitznamen. Spitznamen? Und warum haben andere Zahlen? Oder sind die Zahlen deren Spitznamen? Diese 1 und 1. Hallo? Ja, keine Ahnung, warum man bei dir den Spitznamen sieht. Dass man meinen Spitznamen sieht. Leute, James, habt ihr gerade gehört? Was denn? Das Café, wo wir waren, gehört La Camorra. Hätte ich dir aber auch sagen können. Hast du den Typen angeguckt, der da bedient hat? Ja, ich hab keine Ahnung, wie La Camorra rumläuft. Wo soll ich das wissen? Ja, genau so. Jetzt bin ich's. Ich hab darauf geachtet, dass ich bei ihm gekauft habe. Ehrlich, mit diesem Durchfunken, das fühle ich nicht. Ich fühle den Kreis mehr. Ja, der Kreis war keiner. Ich vermisse den Kreis. Hat sich denn irgendwer in der Mitte noch einfach Faxen gemacht? Dann mach doch einfach den Morgenkreis. Meine Fresse. Wir müssen den ja nicht am roten Punkt machen. Das ist ja, da können wir einen Kompromiss finden. Aber ein Kreis muss... Das Ding ist halt, wenn man dann immer wieder ein- und ausparken muss, ist halt dann scheiße, ne? Weil ich habe jetzt hier 25 Pflanzen. Die wollen alle... Ja, dann fahren wir den einfach ein bisschen neben dem Kreis, sodass der Kreis frei bleibt, aber der Wohnwagenkreis ist dann einfach direkt daneben. Sind 25 zu viel? Nein. 20 ist noch wenig. Eigentlich so 50 bis 60, 70, irgend sowas solltest du anpflanzen. Wenn du jetzt nebenbei kochst, würde ich dir eher das Kochen empfehlen. Mach da nicht zu viel, weil beim Kochen kriegst du trotzdem mehr raus. Ja, nee, ich will ja beides machen. Ich meine jetzt anpflanzen und kochen. Können hier hinten einen neuen Kreis aufbauen? Können wir uns da mitten auf die Straße stellen. Und die Straße dicht und kochen. Weißt du, was früher mal ging, James? Du konntest vor Präsidium kochen. Ganz ehrlich, das hätte ich gefühlt, Alter. Ja. Was hättest du gefühlt? Vorm PP kochen. Denk dran, dass der Kreis groß genug sein muss, damit alle ranpassen. Also an den lieben Herrn hier links neben mir, wer das auch immer ist. Was ist? Ja, passt doch so. Wenn es groß genug ist, damit alle ranpassen. Ja, passt doch. Reih mich nicht an.
bin empfindlich. Wie schreie ich denn gerade an? Und war. Ist denn hier links von mir? Ich bin's, aber wo habe ich mich denn falsch aufgestellt? Ich habe doch genug Platz gelassen. War hier. Waren wir nicht 6 insgesamt? Komm. Einfach auf. Oh, jetzt ruft mich Jane schon wieder an. Nun wollen wir tauschen. Mahlzeit. Bittest du vielleicht 2 Minuten? Tausch. Telefon ja, ansonsten leider nein. Das hört sich jetzt nicht so an. Wir brauchen sehr dringend in 2 Tagen 3,6 Millionen. Was braucht ihr? Wie machen wir das? Wir brauchen in 2 Tagen, bis wir 3,6 Millionen haben. Tag ist, durch Weed oder Hero kriegen wir niemals so viel Geld ran. Was machen wir am besten? Dass wir irgendeine Methode haben, wie wir schnell Geld machen. Ja. Heute und morgen noch. Eisenkloppen. Bis zum 16. Eisenkloppen ohne Ende. Also wir haben einen Weed-Share da dran. Nö. Was macht ihr? So, James, darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Moment mal. Warte mal. Ich telefoniere gerade. Okay. Bei euch kann man euch gar nicht einkaufen, oder? Dass man eine Stunde oder so auf die Werft darf? Ne. Ja. Das ist auf keinen Fall. Sag mal ganz kurz, ich bequatsche mal, ich rufe dich sofort zurück. Weißt du schon, welche Partei? Ich bin da noch sehr zwiegespalten. Leute, jetzt kannst du, was wolltest du? James, du gehst doch bestimmt wählen, ne? Warum? Ja, ich würde mich mal gerne interessieren, was ihr so wählt oder was euch so im Kopf rumschwirrt. Ganz schwieriges Thema. Ich spreche jetzt erstmal das Eis und sage, bei mir sind sie gespalten tatsächlich. Bin ich auf dem Scheiterhaufen, aber AfD oder die Wagenknecht-Partei. Am liebsten die Wagenknecht-Partei, aber da weiß ich nicht, wie realistisch die ist. Lu? Ja. Gehst du wählen? Ja. Weißt du schon, was du wählst? Nein. Bist du oft zwiegespalten, wie dein Männer? Ja, sehr. Bevor es jetzt weitergeht, Leute, was willst du denn? Ich will die AfD, 100%. Sei schlau, wähl blau. Mein Mann, Leute, mein Mann! Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wählen gehen sollte, weil ich bin mittlerweile der Auffassung, wählen an sich bringt einen Scheißdreck, weil egal wen du wählst, ist es für den Arsch. Ich bin aber auch keiner, der die ganze Zeit dasteht und sich über die Regierung aufregt, weil brauche ich ja nicht. Ich habe ja nicht gewählt in dem Sinne. Und sage ganz klar, wenn egal mit wem du auf den Finger zeigst, auf wen du mit deinem Finger zeigst, so rum, es ist für den Arsch, ganz ehrlich. Also wozu wählen? Aber wenn ich wählen gehen sollte, finde ich die AfD auch sehr interessant. Super. Und warum? Richtig, weil wir alle eine rechte Ader haben. Hervorragend. Auf gar keinen Fall. Wie kommst du bitte auf sowas? Hervorragend. Meine Frau hat einfach mal 88er Geburtsjahr, ne? Nur mal so nebenbei. Jo. Mal ganz kurz eine andere Frage. Ja. Wie viel wärst du bereit für die LCN pro Barren? Pro Eisenbahn zu zahlen. Oder sagen wir anders, für 100 Eisenbahn. Wie viel? Wie weit, was ich maximal zahlen würde? Richtig. 170 bis 180.000. Für 100, ja? Für 100, ja. Also pro Barren so 1.700, 1.800. Ich weiß, man sagt 1.500, aber Preis ist gestiegen. 1,7 bis 1,8 pro Barren. Ich genau der Nakamura 2.000 pro Barren, ist mir scheißegal. Nee, 2.000. Ja, wir müssen den nächsten Rachen schmeißen, den Penner.
Miguel hatte mich nämlich gerade angerufen und hat gefragt, wie wir den helfen konnten oder wie wir den helfen könnten, innerhalb von 3 Tagen 3 Millionen zu machen. Weil die haben, ja, glaube ich, ein Problem mit ihrem Anwesen. Ich glaube, die können das noch nicht bezahlen. Das ist richtig. Und dann, pass auf. Die Frist für die LCN läuft bald ab und ja, halten die die Frist nicht ein, dann sind die weg vom Fenster. Anwesen flöten. Nee, dann sind die nicht weg, nur dann haben sie kein Anwesen mehr. Okay. Gut, das Ding ist, er hat mich allen Ärztes gefragt, ob die sich nicht vielleicht für 1 oder 2 Tage auf die Meth-Route einkaufen könnten. Auf gar keinen Fall. Ja, aber natürlich nicht, habe ich ihm sofort gesagt, gibt's nicht. Definitiv. Lass die nicht. Doch fett Eisen für uns kloppen. Ja, das habe ich doch vor, deswegen wollte ich doch mal den aktuellen Preis wissen, Menschenskind. Lass mich doch erst mal ausreden. James, fragst du für Privateisen oder willst du Familie kaufen? Sowohl als auch, würde ich sagen. Weil wenn ihr da eine Großbestellung macht, da schließe ich mich direkt an. Ja, deswegen denke ich ja eben gerade dran, weil wir bestimmt alle Bock auf Eisen haben, aber keinen Bock haben, das Eisen zu machen. Also würde ich ihm jetzt einen, deswegen würde ich ihm ja versuchen, einen guten Preis, aber nicht zu guten Preis anzubieten. 1,8, weiß ich nicht, ob er anzeigt. Du musst immer denken, er braucht das Geld, wir brauchen es nicht. Das ist richtig, aber ich muss auch so denken, dass sie für zu wenig würden die sich nicht so lange dahinstellen, weil die haben jetzt 3 Tage und wenn ich denen sage, der soll sich 3 Tage durchkloppen, rechne doch mal aus, wie viel Eisen die machen müssten, wenn die um 3 Millionen zusammenzukriegen. Digga, das ist geisteskrank. Frag die einfach, was die zahlen würden. Okay. Nee, was sie haben wollen würden. Ja, genau. So, okay. Ich bin mal eben hier raus, ich bin in 10 Minuten da. Okay. Die müssen 1666 Eisenbarren machen. 1666 Eisenbarren. Ja. Das tut weh. Das ist zu viel, das werden die nicht schaffen. Ja, aber was ist, wenn man denen das vorstrecken würde und das danach abkassiert? Nee, das hatten wir schon. Nee, lass mal. Das liegt nicht so gut. Nee, finde ich nicht. Also, finde ich jetzt nicht, ne? Ich meine, beschweren könnt ihr euch nicht, ein Teil des Eisens ist ja gekommen, ne? Super. Wie bitte? Wenn hier einer vorbeifährt, dann könnt ihr hier direkt reinhalten. Jo. Was hast du gerade gesagt? Habe ich schon gestern bei dir gemacht, Leute, ne? Ich sagte, ein Teil des Eisens habt ihr ja noch bekommen, so ist nicht. Ja, einen Teil haben wir bekommen, das ist richtig. Und ihr hattet Glück, dass wir euch aufgegessen haben, ansonsten hättet ihr noch richtig jallern müssen. So. Ja, ruf mal Miguel nochmal an. Weisheit. Hörst du mich? Ja, das ist richtig. Ja. Wie viele seid ihr jetzt täglich aktiv wach? Bitte? Wie viele von euch sind täglich momentan aktiv wach? Die, warte, wie ich das rechne, 2, 4, 5, 6 Leute. Okay. Wenn ihr jetzt des Todes, Eisen macht. Du musst überlegen, die sind von 13 Uhr bis 18 Uhr oder so da, ne? Okay. Ich sage ich jetzt mal, so lange da wie ich und Vladimir zum Beispiel da sind. Wir sind da meistens, selbst ob ich arbeiten muss oder nicht, bis 2 Uhr da, nur damit wir diese scheiße 10 Millionen Rechnung abzahlen müssen. Okay. Werden die 6 bereit, richtig hart in Eisen reinzujallern? Werden sie, ja. Okay. Kommt drauf an. Okay. Ich denke an deine Pflanzen. Hast du schon mal Eisen verkauft? Ja, bei euch. Und da wurde ich abgezogen. Was? Und hab mir zum Beispiel für 50 Eisenbarren. Für wie viel? Zum Beispiel 50.000 gegeben. 50 Eisenbarren, 50.000? Ja. Okay, das ist ein bisschen hart. Das ist ein bisschen sehr hart. Seitdem habe ich nie wieder Eisen verkauft. Nein, ist auch. Das ist wirklich sehr hart. Also das, nein, ich will, pass auf, 50 Eisen. Dann habt ihr ja einen Taui gerade mal für einen Eisenbarren bekommen, ne? Ich war neu im Stadt, ne? Ja, das ist ein bisschen heftig.
Okay, was würdest du zu 2000 pro Barren sagen? Ich böse. Ich glaube, da investiert sich Weed mehr. Das weiß ich ehrlich gesagt Aber nicht. so, wir machen in anderen, also eine Stunde und ungefähr 40 Minuten, 5 Minuten machen wir da, bis sich wieder irgendjemand über uns fliegt und wieder Koppers ruft oder so, machen wir mit Weed 1400, wie viel? Ungefähr 300 bis 400.000. Okay. Naja, gesetzt den Fall. Deine Jungs. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Lass mich mal ganz kurz was rechnen. Warte. Zack, das sind. Das machen wir mal so. 20. 75. Was hast du gesagt, in 2 Stunden? Stunden machen wir ungefähr 400 bis 500.000, also so 300, 400.000, der Kurs gut läuft. Ja, das kommt ja auch noch drauf an, ne, dass der Kurs einfach läuft. Sonst tun wir das in LKW parken, aber ja. Sagen wir mal 2 Stunden, ja? Teilt euch das 100-Baren 200.000. Warte mal, wir haben gesagt, ein Baren 2000, ne? 20 Roheisen, ja. Wenn 6 Leute von euch gleichzeitig 2000 Eisen machen, Ja. du brauchst für 2000 Eisen, brauchst du in etwa 1,5, 2 Stunden Maximum. Ja? Dann würdet ihr es schaffen, in 2 Stunden circa, wenn alle 6 mitmachen, 1,2 Millionen von uns zu bekommen. Ich muss das morgen, ich versuche es natürlich, ich will das morgen abklären, dass wir das machen. Wir müssen aber gucken, wir brauchen irgendwie so schnell wie möglich Geld, weil sonst wird es am Arsch. Wir haben schon 6 Tage Aufschub bekommen. Heute haben meine Jungs einfach gar nichts gemacht. Ich war heute einen Tag mal nicht da, bis 22 Uhr. Meine Jungs haben nichts gemacht, dass ich ausgeflippt bin. Die haben das Ganze, was sie gemacht haben, haben sie als Eigenbedarf benutzt, obwohl ich gesagt habe, jedes Geld, was sie jetzt gerade machen, ist für uns. Haben die für sich selbst benutzt und jetzt darf ich schon wieder ackern. Oh, das ist scheiße, Alter. Da Ja. würde ich schon wieder ausrasten, sag ich dir, wie es ist. Da würde ich richtig ausrasten. Ja, Wladimir und ich sind wirklich seit fast 5 Tagen sind wir die einzigen, die überhaupt das ganze Geld rangebracht haben. Wir haben jetzt 5 Millionen rangebracht und unsere Familie alleine, wenn überhaupt 1 Million. Das ist halt immer die Scheiße, wenn Und man Leute reinholt, die halt ja nicht ganz so hinterher sind, ne? Bei dem eigentlich, Ganzen. pass auf, das Ding ist, die arbeiten, aber die arbeiten für sich selber. Bis hier Ja, die das ist aber Tuning scheiße. und hast dich gesehen, du merkst ja, wie oft Leute bei dir Tune kommen oder so. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das ist schon Und wir, bodenlos. und da denke ich mir, statt dieses Geld einfach mal kurz rein zu investieren und dann später, sobald das Haus abbezahlt ist, Geld dann zu behalten, dann habe ich gesagt, können die das Geld behalten. Werden da halt Wochenabgaben, also ich sag, wir machen das ganz anders, aber dann wird das halt wöchentlich so abgemacht, so, aber nicht jeden Tag, dass die für sich selber was haben wollen. Na. Aber naja, die meisten halten sich nicht dran, packen das dann in Autos oder so von sich und ja, gehen dann schlafen. Ja, das ist scheiße, ganz ehrlich. Ja, mit sowas kannst du halt nicht arbeiten, ne? So eine Leute würde ich gleich wieder aussondern. Sag ich dir, wie es ist. Genau, das haben wir auch schon gestern gemacht. Okay. Ja, also, ich kann es dir nur anbieten. Wie Absolut, gesagt, ich komme mal, ich rede das da morgen drüber überleg mit mal, den das Jungs. wären in 2 Stunden, wären das 1,2 Millionen. So. Ich versuche mein Bestes, ja, aber es lohnt sich halt nicht, wenn wir zu zweit sind wieder, ich und Wladimir. Ja, zu zweit wird ein bisschen härter, das ist richtig. Da wärt ihr dann wahrscheinlich so für 1,2 Millionen wärt ihr so 6 Stunden circa am Basteln. Ne? Das wäre schon ein bisschen heavy. Aber ich sag mal auch, ihr müsstet euch auch nicht in die Schmiede stellen und das, sag ich mal, dann verarbeiten. Uns würde auch sogar das Roheisen genügen. Wie viel Roheisen ist denn 1,2 Millionen?
Warte mal. 5000 ist, 1000 sind, warte, ich lüge. Warte mal ganz kurz. Genau, das, warte mal, 1,2 Millionen. Zwölftausend Roheisen. Müssen es jetzt sein. Ich habe gerade nicht kurzsichtig verstanden wegen dem Handy. Warte mal. Nee, Quatsch, was laber ich denn da? Warte, ich muss das mal gleich ausrechnen. Ich habe gerade einen Denkfehler. 5000 Roheisen sind 500.000. Das bedeutet 10.000 werden eine Million. 10.000 Roheisen. Mann. Es ist erstmal viel, aber ich sagte ganz ehrlich, 10.000 schafft ihr zu zweit. Wie viel geht für Bitcoin, Rob? Bitcoin ist nicht viel. Da sind 1,8, glaube ich, drin. 5,8 kriegt man bei Bitcoin drauf. Ja, aber das Problem ist, du darfst es nur einmal die Woche machen. Aber das wäre eine Möglichkeit für morgen. Ja, wäre es, aber dafür müsste auch genug sein, ne? Das ist es. Das mal eben so mit zwei Leuten, das wird definitiv schwierig. Das werde ich auf gar keinen Fall machen. Nee. Ja, normalerweise sind wirklich 6 Leute am Tag da. Problem ist, die meisten müssen arbeiten, wie ich eigentlich auch jetzt in 8 Stunden wieder. Hm. Müssen dann arbeiten, zur Schule. Oder, naja, haben einfach nichts zu tun, aber gehen einfach schlafen. Ja. Und davon haben wir 4 Kandidaten. Und ich und Vladi, wir müssen genauso früh aufstehen, aber sind halt ein bisschen am Acker, ne? Weil Geld kommt nicht von alleine. Ja, ist klar, ja. Gut, ja, ich guck mal, ich rede da morgen mit den Jungs drüber. Gut, sag das Bescheid, weil so leid's mir tut, aber Meth ist halt leider keine Option. Nein, deswegen hatte ich ja, bevor wir irgendeine Scheiße machen, so hatte ich ja vorhin gefragt, weil... Das ist richtig. Wirklich, das ist das Einzige, wo man am besten Geld mit verdient, habe ich gehört. Das ist eine schnellste Option, aber dann lassen wir es. Es geht, es geht. Es gibt eigentlich mehrere gute Möglichkeiten. Aber man muss halt wirklich richtig ranballern, ne? Man muss dann schon echt reinhalten. Wir sind ja seit Tagen nichts anderes mehr machen. Also wir hatten seit 3 oder 4 Tagen haben wir nichts anderes mehr gemacht, außer, ne, angebaut oder Heroin gemacht. Mhm. Gut, ich melde mich bei dir, Steve. Ja, mach das, mach das, kein Problem. Wünsche dir einen schönen Abend. Ebenso. Was denn? So, ich hab jetzt alle hier gedüngt und voll geschissen, was? Keine Ahnung. Ja. Sorry nochmal, dass ich störe. Kein Problem. Hast du was mitbekommen, dass deine Leute zufällig die Polen bei uns gerufen haben? Nee, auf gar keinen Fall. Kann ich schon seit Tagen mit dir drüber reden? Nee, auf gar keinen Fall. Die Kompass sagen ja. Wie jetzt? Wir haben eine Razzia die Tage bekommen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, und einer, also es war wirklich, ich bin keine Scheiße schieben, okay? Aber ja. Wir hatten eine Razzia bekommen und es war wirklich keine Minute davor euer Heli über unser Anwesen. Hat das gesehen? Auf gar keinen Fall. Das kann ich dir zu 1000% sagen. Daraufhin sind wir ja zu euch gefahren, wo wir die Razzia bekommen haben. Einer von uns war aber gerade wach geworden, musste dann das ganze Lager leer räumen. Ja. Daraufhin habe ich nur, das Einzige, was ich nur gehört habe, ist von den Polizisten, dass das alles, also einer von den Jamboys war. Kannst du absolut vergessen. Das Letzte, was wir machen würden, ist, die Cops zu rufen und dann auch noch für eine Razzia. Kannst du vergessen. Also wir haben lieber, in dem Moment halt Miet angebaut, das war das ja. Ja, das ist aber scheiße, sowas macht man einfach nicht. Also erstens mal, die einzigen, die Copcaller sind, und das kann ich dir zu 100% versichern, sind die Matratzos. Wir verachten Copcaller. Das heißt, das Letzte, was wir auf dieser Scheißwelt tun würden, ist einfach Kopf zu rufen. Definitiv nicht. Kannst deswegen habe ich dich ja gerade angesprochen, weil das hat mir gerade Vladimir noch gesagt, weil uns wurde deshalb. Also, wir haben Leute. Weißt du, welcher Kopf das gesagt hat? Oder hat es einfach nur, weil unser Heli gesehen wurde?
Das hat wirklich den Kopf gesagt. Das haben nicht wir. Also weißt uns haben welcher? Wir von den Heli gesehen. Kann ich dir sofort sagen. 64 ist das. No, 63, so, sorry. Wie heißt der? Liam? Heißt der Liam? Irgendwie sowas. Liam Jackson oder was? Ja, irgendwie sowas. Irgendwas mit Liam. Warte mal, sag mal die Nummer nochmal bitte. 63? Ich meine, das ist die 63, müsste das gewesen sein. Also auf jeden Fall hieß er irgendwas mit Liam. Die Nummer, ich hoffe, das ist die. Ja, Liam Arizona war das, sorry. Liam Arizona. Ja, okay, Arizona. Ich hoffe, das ist die Nummer. Da habe ich nur 3 als Cops eingespeichert. Das ist dann die. Ich schick dir die einfach. Mhm. Das Kontakt hält er noch. Nummer kopiert hier. Schick dir die so. James, habe ich das schon mal geschrieben. Das ist ja bodenlos, Alter. Was nehmen die sich raus, uns so eine Scheiße anzuhängen, jetzt mal ernsthaft? Nicht, dass ich euch das unterstellt habe, ne? Ich hab nein, nicht du. Ich rede nicht von dir, ich rede von diesem bekackten Bullen. Was nehmen die sich raus, Alter? Digga, das ist halt ein bodenlos. Traurig gewesen. Ja, nee, das kann ich absolut verstehen. Nee, das, also wie viel war das ungefähr nochmal? Wladimir, weißt du das noch, wie viel Uhr das ungefähr war? So, okay, 16, 17 Uhr. Gegen was? 16 Uhr? 16, 17 Uhr war das. Und das war aber vor 3 oder 4 Tagen. Glaube ich, war das. Okay, eins kann ich dir mal ganz kurz sagen. Würde ich, und ich weiß, dass es definitiv nicht der Fall ist, weil meine Jungs sind so nicht. Und Mädchen. Würde ich mitkriegen, dass einer ein Cop-Caller wäre, ich würde ihm sofort eine Kugel in den Kopf verpassen. Wie gesagt, ich weiß nur, was er mir gesagt hat. Alles gut, ich kläre das. Ich kläre das. Ich wünsche dir da was. Wünsche ich dir auch. Wünsche ich dir auch. Danke dir. Melde dich morgen, ne? Ja, mach ich. Gut, mach's gut. Ciao, ciao. Digga. Das ist bodenlos. Ist hier überhaupt noch jemand oder alle tot? Was? Hallo, du brauchst nicht funken, du hörst mich auch so. Achso, Entschuldigung. Hi. Hi, ich höre dir die ganze Zeit zu, nur ich antworte nicht. Okay, was ist mit den anderen komischen Leuten hier? Hallo? Lu! Jonas! Hallo. Richtig gut, Alter. Das nenne ich Körpereinsatz. Ganzer Kopfeinsatz hier. Ey, wirklich, Alter. So, und wenn jetzt einer vorbeikommt, was ist dann? Ja, dann sind sie nicht da. Dann sind wir zu zweit. Richtig gut, Alter. Gefällt mir schon wieder. Weil die Sache ist, ich höre dich zwar die ganze Zeit so, ich bin halt nur nicht drin. Ja, ist auch nicht schlimm. Ich bin wieder auf die Straße. Leute? Leute. Ist doch der da hinten steht, ne? Ja, der müsste da hinten stehen. Ja. Und der sagte eigentlich, dass er weg ist. Ich weiß nicht, ob er am Kochen ist. Guck mal, Lu bewegt sich, aber redet nicht. Aha. Lu, mein Junge. Oh, sorry. Gab's was? Ah, klasse. Was ist denn bei euch los? Du und Jonas musst komplett abwesend? Musst du nur kurz Wäsche noch zusammenfalten. Ja, was macht der Sacktyp da? Das kann ich dir nicht sagen, ich bin nicht bei ihm. Oh, ich hau den irgendwann, ey. Ich mach den zu Brei. Folgendes. Vielleicht macht er wieder Kohle oder so. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas mitbekommen habt die Tage. Die LCNs haben eine Razzia bekommen. Ja, wisst ihr. Wisst ihr auch, wer die veranlasst hat? Hat die irgendeiner von uns gerufen? Oh. Ich glaube sogar ja. Wer denn? Wer weiß ich nicht, aber ich glaube, das war einer von uns. Okay. Das will ich doch gleich mal erfahren.
Ich meine, ich werde keinen ich in den Kopf. Mir, ich bin mir da nicht sicher. Also das ist auf ich, jeden Fall ich, nicht, aber ich war der Meinung, dass ich das gehört hatte. Ich werde keinem eine Kugel in den Kopf jagen, das habe ich nur zu Miguel gesagt, damit er denkt, dass ich sowas nicht unterstütze. Bei mir soll es ja ehrlich gesagt scheißegal sein. Bei der Razzia vorbeigefahren. Ich will einfach nur wissen, wer das war. Das wäre für mich mal eine interessante Sache. Da kann ich dir nicht helfen. Wenn der Jonas mal da aus dem Arsch kommen würde, wäre das auch ganz schön. Hatten wir nicht bei irgendeiner OKF, sind wir dort auch vorbeigefahren? Hat da nicht irgendjemand von uns die Bullen? Ja, da, doch, du hast es auch gehört dann. Ja, das ist richtig. Bei irgendeiner von uns hat er gesagt, irgendwie was mit Razzia, und dann hat irgendeiner von uns gesagt, ja, ich habe die Bullen da gerufen. Ja, genau. Ja, aber irgendeiner muss es ja dann von uns gewesen sein. Aber dann kann ich meine Aussage fest stützen, weil du hast dann auch gehört, dann bin ich nicht alleine. Ja. Ich tue jetzt trotzdem bei den LCNs natürlich so, als wenn wir das nicht waren. Weil ich will weiter Informationen von denen bekommen, so, ne? Und wenn die uns auch noch wirklich Eisen verkaufen sollten, wäre es natürlich ideal. Ist halt wichtig, ich würde aber auch darauf achten mit den Matratzen und den Dio-Dingern da, wenn die sich verbinden, nicht, dass da viel nachher eine Arschkarte haben. Ja, das ist ja eben genau das Problem, was wir jetzt gerade so ein bisschen anstreben oder versuchen auszuleuchten. Deswegen waren wir ja vorhin auch bei den Anwesen, haben geguckt, wer ist wo. Das Ding ist nämlich einfach, dass wir so ein bisschen die Befürchtung haben, dass die ganzen Fraktionen sich komplett zusammenschließen und dann gegen uns, weißt du, dass die Madrazos die vielleicht irgendwie beeinflussen. Und das wäre natürlich echt katastrophal, ne? Das wäre wirklich katastrophal. So, ich meine, vielleicht hätten wir Glück und könnten die irgendwie noch abwehren, aber da müssten schon alle jeden Tag da sein und das schaffen wir einfach nicht. Ja. Wir sind echt viele am Tag, aber wenn da drei Fraktionen wären, die gleichzeitig auf einen raufrennen oder vier vielleicht sogar. Das schafft man dort nicht. Wir haben ja auch nicht mal wirklich so einen Unterschlupf wie die Grove sonst immer und so, dass man... Naja, unser Anwesen ist schon wirklich sehr barbarmäßig. Also selbst wenn die mit Heli kommen, das Einzige, was nicht kugelsicher ist, sind die Türen. So, wenn da einer reinkommt, von der Tür aus, wenn er die knackt, naja, die müssen halt durch die Tür, und wenn da fünf Leute mit AKs stehen, schwierig, ne? Ganz schwierig. So. Fakt ist aber halt trotzdem, diese Politik, die gerade geführt wird, die ist halt für uns nicht wirklich zum Vorteil. Eigentlich müssten wir uns mit einem verbinden. Und im wenigsten Fall wären es eigentlich die LCNs wenigstens. Oder, weiß nicht, einer der Neuen halt, aber bei den Zeros haben wir eh schon verkackt. Weil die sind ja jetzt schon zu... Abwerben vielleicht. Na, abwerben wird nichts. Aber das Problem ist halt bei denen, die hängen schon zu viel mit den Madrazos zusammen. So, ja, und das... nachher sind die irgendwelche, weiß ich nicht was. So, genau, irgendwelche Spitzel oder sowas. Ja. Da habe ich auch keinen Bock. Deswegen ist das halt wirklich eine Sache, da muss man echt aufpassen. Dass man da, würde ich jetzt, sag ich mal, an Smolik-Stelle stehen, würde ich mir versuchen, wenigstens die LCNs und die anderen hier, entweder die Zeros oder noch eins zu nehmen und die auf unsere Seite zu holen, damit die Politik wieder stimmt, damit wir Oberwasser haben, weil vorher waren es nur Grove. Vorher war es ja wirklich nur Grove, Madrazo und wir. So, und im Endeffekt, dadurch, dass ja die Grove und die Madrazo sich zerstritten haben, brauchten wir uns ja auf keine Seite schlagen, weil die können sich auch alleine fertig machen. Ich bin auch dafür eigentlich, dass wir mit den LCN nicht verspaßen. Digga, du lebst. Ich war gerade kurz duschen. Klasse, Berti. Genau in so einem Moment gehst du duschen. Geil. Ja, warum denn nicht? Richtig gut. Ja, schön, genau. Lu war nicht da, du warst nicht da. Neute steht da irgendwo hinten. Das heißt, bei 5 Kochern sollen Julia und ich das ja alleine verteidigen, oder was, wenn er dann kommt? Du musst es jetzt komplimenten. Ich habe euch das einfach zugetraut. Digga, ich kotze gleich einen Strahl, Alter.
Ja, aber ich gebe dir da recht. Also ich bin der Meinung, dass wir uns mit der LCN das nicht verspaßen sollten, weil jetzt einfach so viele Fraktionen da sind. Klar, wir sind mit Abstand die mächtigsten. Aber wenn sich jetzt Zero One und Matratze zusammentun, glaube ich immer noch, dass wir die schlagen. Aber dann wird es schon knapper. Und wenn dann noch die dritte kommt und wir sind nicht gut mit denen, dann ist halt langsam ein bisschen Schicht im Schacht, ne? Richtig, genau, das ist das Problem. So, und selbst wenn wir unser Anwesen, gut verteidigen könnten, wir haben ja wirklich ein Baba-Anwesen eigentlich, was das betrifft, muss man trotzdem sagen, dass wir ja schon stark zu kämpfen hätten. Weißt du, im Prinzip könnten wir aufs Dachgeschoss gehen. Da gibt's, wir könnten aufs Dachgeschoss zum Beispiel gehen. Bei uns. Die hätten nur die Möglichkeit, durch die Tür zu kommen. Und die Tür könnten wir zu zehnt mit AKs, Digga, die würden da nicht reinkommen. Das würden die nicht schaffen. Absolut. Wir sollten halt nicht so arrogant sein und sagen, das kann keiner picken. Fakt ist, wir sind. Nein, darum geht's nicht. Es wäre trotzdem eine harte Arbeit, aber es wäre definitiv für uns machbar. Egal. Das ist wie 300. Die Mannstärke ist scheißegal. Wenn die sich aber durch ein enges Guckloch drücken müssen, dann kriegst du die alle gefickt. Nein, das mit der Wohnung, das zweifle ich nicht an. Da kommen die nicht durch. Das ist eine Mauer. Also wenn wir halbwegs, wir müssen nicht mal viele sein. Da kommen die nicht durch. Nehme geht's im Allgemeinen darum, wenn wir jetzt Schmelze gehen. Guck mal, ich habe jetzt Narrenfreiheit, weißt du? Ich fühle mich nicht in Gefahr, wenn ich nicht Schmelze gehe. Richtig. Die Gefahr, dieser Puls, den ich habe, der ist minimal. Natürlich, es kann passieren. Ich gehe nicht davon aus. Aber das kann sich halt auch ganz schnell wenden. Und da sollten wir halt nicht arrogant sein und sagen, ja, das wird immer so bleiben. Das kann sich von jetzt auf gleich wenden. Dadurch, dass die Zero One und Matratzen, weißt du, dann kriegen die kurzen Höhenflug. Jetzt sind wir die Motherfucker. Und da siehst du einen von, nach dem anderen von uns hochnehmen. Und Fakt ist, wir müssen halt auch erstmal dahin kommen, wenn da jetzt ein, zwei Mal von uns sind. Bis dahin sind die schon lange tot oder ausgeraubt. Ist nichts. So. Und deswegen sage ich auch auf jeden Fall, wir sollten da nicht zu arrogant sein und sagen, wir stehen über allen. Tun wir zwar, aber wir sollten trotzdem jemanden die Hand reichen. Ja. Und das ist ja eben das Problem, ja. Ich meine, ich zweifle die Entscheidungen von Smolek nicht an, ja, nicht falsch verstehen. Was er sagt, ist für uns Gesetz und dabei bleibe ich. So, aber ich denke mir halt, und das werde ich auch bei ihm mal ansprechen, ich denke mir halt trotzdem, dass es für uns nicht der beste Vorteil ist, wenn wir uns bei allen dicke Eier präsentieren und sagen so, ja, wir sind die Babas und ihr pfeift nach unserer Nase so, oder ihr tanzt nach unserer Nase. Pfeife, wie auch immer. Im Endeffekt werden die irgendwann sagen, wisst ihr was, fickt euch, Alter, wir tun uns jetzt alle zusammen und metzen euch nieder. Das ist einfach so. Kann jederzeit passieren. So, und warum dann nicht einfach mal, ja, warum nicht einfach mal klug sein? Und einfach mal dafür sorgen, dass zumindest ein oder maximal zwei Leute sagen, nö, mit denen sind wir gut. So, jetzt haben wir gerade die Möglichkeit, den LCL oder die LCNs, ja, uns gegenüber schuldig zu machen. Und ich muss echt eine Sache lobend bei der LCN erwähnen. Fakt ist, seit der Absprache gab es nicht einen Vorfall, den ich mitbekommen habe, die was falsch gemacht haben. Ich weiß. Wenn die leichte Fehler gemacht haben, wie das ein Idiot meint, ich komme jetzt mal hier hin, während wir alle kochen, dann kam Nigel zu uns und hat sich entschuldigt und gerade gemacht dazu. Richtig. Nee, ich sehe auch absolut nichts Negatives bei den LCNs momentan. Abgesehen davon, wenn ich mal sehe, dass sie dann doch wieder mit den Matratzos quatschen und so eine Kacke. Ja gut, wir können den nicht verbieten, wir können den nicht das Redirekt verbieten. Also wenn wir damit anfangen, dann wird es auf jeden Fall scheppern. Nee, worum es mir jetzt aber eigentlich gerade geht. Keine Ahnung. Nee, worum es mir eigentlich gerade geht. Achso, ja, der. Ja. Pass auf, die LCNs haben gerade ein Problem. Das hast du ja mitgekriegt. Die müssen halt 3 Millionen in 3 Tagen machen. So, egal was sie machen, es wird schwierig, weil er hat dasselbe Problem wie Egon damals. Die sind zwar mehrere Leute, aber die da sind, die machen meistens nur für die eigene Tasche. Und die einzigen, die reinjallern, ist Miguel und sein Kompane. So, die beiden machen die ganze Mahlzeit. Zeit für den Club. Moin, Süßen.
ihr das Problem habt. Gleich zu euch hoch. Mach das. Wer ist denn das? Aber bitte, wenn du mit Heli fliegst, nicht auf dem Hügel hinter der Werkstatt hier. Ich fahr mit dem Auto. Ich fahr mit dem Auto. Super, alles gut. Klasse, Berten. So. Wir haben jetzt also gerade die Chance, dafür zu sorgen, dass die LCNs uns was schulden. Kurze Frage. Haben die gute Autos? Die LCNs? Ja, irgendeins. Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil zu Null kann man auch sagen, ganz ehrlich, dass man eins als Pfand behält. Wir geben denen das. Wir leihen denen das. Wir müssen uns das dann wieder bezahlen in keine Ahnung Eisen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ein ganzes Auto von denen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, also ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube, so eine große Entscheidung dürfen wir nicht ohne Smolek treffen. Nein, nein, das auf keinen Fall. Weil, ich meine jetzt schon mal als Brainstorming dann für den Tag, wenn wir mit Smolek reden, so, dass man da mal Ideen reinwerfen kann. Warte mal. Guck mal. Ich hätte selbst per se kein Problem, dass wir nicht mal auf die Familienkasse greifen. Wir kaufen dir das einfach privat ab. Oder mit Familienkasse soll mir beides recht sein, aber ich würde auch da so dazu werfen. In dem Pfand geben, juckt mich ein Scheiß. So, habe ich notiert. Das ist eine Idee, Alter. Ruf ihn mal an, ich warte mal. Proforma. Immer gut, wenn die Leute nicht rangehen. Ich liebe es. Was denn? Ja, wenn Leute einfach nicht rangehen. Weißt du, was ich liebe, wenn man Leute anruft oder du von Leuten angerufen wirst und sie einfach nicht reden? Ja, das ist auch scheiße. Hallo? Ich bin Batman. Ah ja. Ist klar. Kann man dir helfen? Ich bin Batman. Bist du gar nicht. Ich bin, wenn ein Raub bin. Wie bitte was? Ich sehe mich hier nicht in der Robin-Position. Oh, Digga, du hast so einen herrlichen Schaden, Alter. Weißt du aber selber, ne? Ja, sicher, klar, sonst würde ich es nicht aushalten, ne? Wunderbar, freut mich. Ja, Bitcoin ist richtig abgesackt, wa? Ja, das fickt mich auch ein bisschen. Hat sich zwar ein bisschen gefangen, so, aber ich bin immer noch drin und ich hoffe, der geht noch hoch. Also, es tut weh. Auf wie viel hast du denn gekauft? 67. 67? Ja. Autsch. Wie viel hast du eingekauft? 4,5 Millionen. Oh, was? Wie viel hast du verloren? Ich hab gerade bei 4,232 stehen. Okay. Also 2,5 fast. 250.000. Ich könnte mich gerne alleine rauskaufen, gar kein Problem. Was? Ich könnte mich gerne alleine rauskaufen. Ja, du, das könnte ich auch, das ist ja auch nicht mein Problem. Traurig ist, dass jeder bei Röhrig Multimillionär ist. Eigentlich jeder so. Wenn du die Fuhrpack mal mit einberechnest, jeder Multimillionär. Naja. Außer der Philipp vielleicht. Wo
obwohl die Uwes und André irgendwie auch nicht so hinterher sind gekochen. Die machen es mal, aber irgendwie haben die nicht so die krasse Motivation. Hier kommt. Holla. Was machen Sachen? Koch bauen. Ach, kochen, das macht ihr. Nee, ich mach Koch bauen. Achso, brauchst du so eine kleine Mini-Kochstation, brauchst du da drin auf, oder wie? Nein, Quatsch, ich bin am Kochen und hinterm Jubel habe ich angebaut. Oha. Jo. Mr. International. Aber richtig so. Alle haben drüber geredet, ich mach es. Nicht schlecht, er spricht. Ja. Junge, ich pflanze nur an, während ich bei Rührig arbeite, ne? Ja. Prioritäten setzen, ganz richtig, klar. Richtig, ganz genau. Also. Was? Service machen? Warten Sie mal einen Moment, ich muss mal kurz... Sorry, meine Pflanzen verbrennen hier gerade. Also, mal ganz halblang, Minion. Also, ich hatte schon Situationen, wo ich Kunden bedienen musste und dann die Pflanzen gerade düngbereit waren. Aber da hat man ja noch ein bisschen Zeit, ne? Das ist richtig, ja. Zur allergrößten Not ausstempeln, ne? Sicher, beim Düngen würde... Und dann in Klamotten dahin rennen. Für mich scheinbar Kleidung. Ich hatte hier ein Auto, das ich reparieren wollte, ich schwör's euch. Achso, du fährst mit dem Schlepper hin, ne? Ja, sicher. Eins ist blöd im Dunkeln, ist, du erkennst die kaum, Alter. Das glaube ich. Hast du die da hinten, wo wir sonst beim Heli dann gepflanzt haben? Ja, genau. Du erkennst es halt in der Nacht einfach nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich mir schnell eine Taschenlampe besorge, aber naja. Ich glaube, das sind einfach deine senilen Augen, mein Freund. Ach, halt doch die Maul, ja. Du möchtest gern Batman. Ich bin kein möchte gern Batman, ich bin Batman. Ach, du bist Robin. Beweise, Mann. Wir wollen Beweise. Oder du bist Poison Ivy, Digga. Das für ein Vergleich. Okay. Guck mal, siehst du, Lu musst du am besten wissen, dass du keine fliegende Fledermaus bist. Lu hat mich schon fliegen gesehen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, aufs Maul wahrscheinlich. Ja. Dann ist, wenn ich die Wrestling-Moves auspacke, wenn sie mal wieder frisch war. Ah ja. Ja, ja. Da kommt der Frauensteiger. So ein Oha. Krasser Typ, Alter. Krasser Typ. Wer hat denn, wer packt denn da jetzt ein? Kann, weißt du? Lu packt an. Warum packst du einen, Lu? Weil ich jetzt schlafen gehe. Das darfst du nicht machen. Lu, das ist abgelehnt. Bitte wieder rausholen und wir kochen hier weiter. Ich hatte 2 Stunden geschlafen. Ich brauche Schlaf. Mädchen, alles. Du musst an das Team denken, Lu. Was für ein Team? Wie weit für ein Team? Siehst du uns hier nicht als Team oder was? Sieht James, alle wir müssen mal, James, wir müssen mal über ein Blattout reden. Ich habe da einen Kandidaten. Ich wünsche eine wunderschöne gute Nacht, Lu. Dankeschön. Schlaf gut, ich liebe gute dich. Gute Nacht. Ich dich auch, gute Nacht. Ich liebe mich auch, gute Nacht. Ich liebe dich auch, James. Ach, das ist aber liebes. Lieben sie würzig von dir. Das ist doch ein Witz. Was denn, Cordalis? Dass es ein neues Café hier gibt? Ne? Da waren wir schon. Ja, richtig, waren wir schon. Ist das ein Witz? Ja, wie so ein Witz? Okay. Da waren wir wirklich gerade. Okay, cool. Das gehört den La Camorra. Ah! Aber wollt ihr nicht eigentlich Money noch was aufmachen? Ja, es kommt noch, es dauert ein bisschen länger. Ah, so. Okay. Warum bist du immer noch wach? Ich hab noch die Fäcker. Wollte Nolte nicht nur 20 Minuten weg? Nolte ist hier? Nolte kocht da hinten, ja. Habt ihr ihn verärgert? Nee. Ja. Natürlich, James. Warum sagst du ja? Der mag uns halt nicht. Der ist abgehoben und steht und redet allein. Arroganter Typ, sag ich dir. Bin ich von ihm fern. Komm ran hier. Ich bin kurz Kohle drehen. Wir sind denn überhaupt da? Sorry James, ich war gerade eine Rauchung. Ja, alles gut und schlimm. Anderer Vorschlag. Warte mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz was. Ich hätte eine spannende Information für dich. Ja, erzähl mal. Ja, also das
Ding ist halt, wir wissen, wer auf jeden Fall noch Meff macht. Nicht wir. Wer, wann und wo? Matratzos. Wo? Und auf den die anwesend. Jetzt gerade, in diesem Moment. Jetzt gerade in diesem Moment nicht, aber das haben die die letzten Tage gemacht. See. Dein Ernst, ja, schon wieder. Ja, und die Justiz hat das selber auch gesehen. Die Justiz hat das auch drei, gesehen? Wir haben drei Zeugen, die wir die dazu... Also mit einer von mir, der ein ehemaliger Justizer von mir und dann noch zwei andere Justizer, die das gesehen haben, können das wir dazu... Das ist nicht dein Ernst. Doch. Boah. Wie sind das ja, die kochen? Was? Ja, ja, der sowieso, ne? Ist klar. Ja. Digga, wie bodenlos muss man eigentlich sein? Tja, naja, dann wird's halt jeder mal ein Gespräch geben, ne? Ja, und wie gesagt, also ich, wir haben zwei Justizer, die das noch gesehen haben, ne? Falls mal wieder gesagt wird, das stimmt nicht. Mhm. Das hat mir gerade einer erzählt. Welcher von der Justiz, weißt du das? Wagenknecht zum Beispiel? Ich kann nicht verstanden. Wer war das als Wladimir, der dabei war? Wagenknecht und Joel Gut... Wie hieß der? Joel Gutmann. Warte. Mann. Warte mal ganz kurz. Hier, einer von mir. Ehemaliger Justizer halt, aber... So. Wer hat das gesehen? Wer hat das genau gesehen? Uwe Wagenknecht? Uwe Wagenknecht. Wie heißt der andere? Joel Hutmann und... Was? Wie, warte mal, was nochmal? Joel Hutmann. Wie wird das geschrieben, Buchstabier mal? Wie wird der geschrieben, Vladimir? O-E-L, Joel? Ach, Joel. Okay, Joel Gutmann. Ne? A-U-T? A-U-T? Outmann? A-U-T-M-A-N. Gutmann. Gutmann. U-T-M-A-N. Ja, ja. Oder so. Vladimir. Einer von mir. Und Vladimir auch noch. War halt früher, also das, den hat er von früher noch, also bevor der noch bei mir war, hat er das gesehen. Den hat mir gerade erzählt. Okay. Ja gut, früher, das ist ja dann noch länger her, ne? Nicht früher, es war jetzt, der ist ja noch nicht so lange bei mir. Achso. Das ist, wenn überhaupt, eine halbe Woche her. Okay, und das war jetzt vor ein paar Tagen. Oder was? Jetzt irgendwie Stress erzählen muss oder was, aber mir hat gerade nur erzählt und natürlich geht ihm... Ja, du, alles gut. Gehen. Alles gut, alles gut. Ich werde es überprüfen. Ich glaube dir, also es ist jetzt nicht, dass ich nicht glaube so, aber ich muss es ja trotzdem überprüfen, bevor ich da reinrenne. Jetzt mal überlege, ne? Ist das hier, den das, anwesend ist auch... Ja, seht, da kann man mal kochen. Ja, das ist halt außerhalb der Stadt, ja. Ne? Das ist... Der Stadt, ja, genau. Ja, das ist schon geisteskrank, also die sind echt lebensmüde. Vladimir? Und das ist hoch genug. Das sieht auch keiner. Ja, pass auf, ich hatte... Ja, danke dir auf jeden Fall für die Info. Ja, alles gut. Angebot, wer weiß, ob es jetzt für dich halt... Wer weiß, ob das für dich jetzt halt überhaupt eine Option ist. Habt ihr irgendein Auto, was ihr verkaufen könnt? Oder? Ja, also. Ein Auto. Erst, ja. Irgendein Auto, ein gutes. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Überleg mal, hast du einen Fuffi, einen Sippi oder so, was du verkaufen kannst? Also einen 50er und einen 70er? Ja, da habe ich gar keine von. Also, ich habe nur deine Leute? Deine Leute vielleicht? Ja, bisher alle nur 25er. Oh, schade. Boah, das hat keiner 50er. Deine Sammlung erhöht? Nicht unbedingt. Also klar, wer Auto verkauft, ist einfachste für euch gewesen, zu sagen, hier komm, ich verkaufe Autos.
Ne, und dann kriegt man das Geld schnell zusammen. Ich hatte Tatsache aber auch, oder was weiß ich, ein Kollege von mir hatte den Vorschlag, eventuell eine Pfandleihe zu machen. Ihr händigt uns halt so viele Autos aus, bis die Summe gedeckt ist. Ihr kriegt die Summe und bis sie zurückgezahlt ist, behalten wir die Autos. Und wenn die zurückgezahlt ist, dann würdet ihr die Autos wieder kriegen. Sowas, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Das wäre noch eine Option gewesen, wo man sagen kann, aber wenn ihr natürlich nur 25er habt, dann bräuchte man mindestens 3 Autos. Ich bin jetzt mal weg, ich denke, ich komme in ein paar Stunden wieder. Okay. Wenn wir uns heute nicht mal sehen. Das ist ja kein Ding, aber. Jo, dann sage ich mal gute Nacht schon mal. Man kann sich gar nicht einkaufen, es geht auf gar keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall. Das kriege ich. Ich kann es vorschlagen, aber ich kriege das nicht durch. Und ich rate euch auch, das nicht einfach zu machen. Nein, deswegen, warum soll ich das machen? Dann weißt du, nein, deswegen sage ich es ja. Gesagt, weil im Endeffekt, weißt du, wenn es danach geht, pass auf, wenn es danach geht, könnte mindestens die Hälfte von uns könnte dir dieses Geld sofort geben und leihen. So, das nicht mal das wäre ein Problem. Aber wir dürfen das halt nicht alleine entscheiden. Wir ich haben bin ja, zwar, das ich Ding bin. Ist ja, wir haben jetzt gerade 6, warte, 6, Millionen haben wir. Ja. So, wir müssen bis zum 16.04. müssen wir 9,8 Millionen ran haben. Das bedeutet, uns fehlt jetzt gerade genau noch 3 Millionen. Naja. 3,2? Ich weiß schon, was du meinst. 2 fehlt uns ungefähr. Ja, ja, schon klar. Nee, deswegen sage ich ja, wenn es danach geht, könnte man euch easy leihen. Wir könnten, also die Hälfte von uns könnte jede Person euch 3 Millionen geben. Das wäre nicht das Problem. Problem ist ehrlich, halt. Ich habe 3 Leute gefragt von euch, das waren Leute, die ich sehr gut kenne. Ja. Alle sagen, oh, ich habe gerade mal noch 500.000 oder so. Ja, gut, das kann sein, das kann auch passieren, das passiert mir auch ständig, dass ich mir immer neue Autos kaufe und dann pleite gehe an dem Moment. Aber das Ding ist halt, wie gesagt, so eine schwerwiegende Entscheidung, auch wenn ich jetzt gerade Ranghöchster bin. So eine schwerwiegende Entscheidung treffe auch ich nicht alleine. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich werde das, wenn ich Smolik morgen kriegen sollte, sofort mit ihm reden. Red du am besten noch nicht mit ihm. Das Ding ist, es wäre nur für einen Tag, dass wir einen Tag darauf sein würden. Pass auf. Sprich Smolik bitte nicht darauf an. Ich werde das mit ihm klären. Ja? Es wäre halt wirklich ein Tag von mir aus, wir geben euch ja die Hälfte ab, die wir gemacht haben. Ich verstehe schon, alles gut. So oder so würden wir dann auf eine Einigung kommen. Das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt ist, deswegen sage ich es dir jetzt nochmal, sprich ihn bitte nicht drauf an, sondern ich kläre das schon. Ich weiß schon. Ja? Gut. Meld dich dann gerne morgen bei mir. Ich melde mich, sobald ich irgendwie was geklärt habe, bin ich sofort am Start und melde mich bei dir. Perfekt, ich danke dir. Ja, nicht dafür, alles gut. Dann dir nochmal danke für die Info und dir noch einen schönen Abend. Ne? Gerne, euch auch. Adios. Danke, adios.
Bei mir ist die Pol. Ich lock den mal Richtung Stadt. Jo, alles klar. Sag bitte Bescheid, wenn die in unsere Richtung kommen. Lock die Cops mal hier hin, Kodal, alles die Römer mal weg. Dann hat er direkt Feierabend für heute Abend. Er hat keinen Bock drauf, Digga. Ich bin gerade mit 300 E vorbei und er fährt das einfach wieder weg. Gib einen Schuss auf ihn ab. Und nur aufs Auto. Ich hab gar nicht. Fein mal hinterher. James? Ja? Hau raus, was kam beim Telefonat raus? Das hörte sich spannend an. Der ist jetzt da beim Angler. Neuanreisende in Köln. Ich glaube, der macht ein wenig META. Nee, der meinte, Autos hat er nicht. Der hat nur 25er. Er würde überlegen. Er fragt aber immer wieder, ob er sich nicht doch beim F einkaufen kann. Meint er nee. Meinte ich nee, klappt auf gar keinen Fall. Dass wir halt sogar ja in der Lage wären, einfach denen das Geld zu geben, aber wir dürfen das halt nicht ohne Smolik entscheiden. Und ja, dann Leute, bist du da? Jo. Wusstest du davon, dass irgendeiner von uns für eine Razzia bei den LCNs gesorgt hat? Ja, das war der Gerkan. Okay. Wir wissen natürlich nicht, wer das war, aber wir waren es nicht, okay? Wer hat eine Razzia für bei LCN besorgt? Gerkan anscheinend. Ja, Gerkan ist auch grottenschlecht. Also. Das sage ich schon seit Tag 1, der ist halt. Wie meinst du das? Wie ich das meine? Ah, der wartet auf jemanden. Wie ich das meine? Dass Gerkan nie da ist, wenn er da ist, irgendein Schwachsinn von sich gibt. Immer an der Hand genommen werden muss. Leitung ist, obwohl er weniger da ist wie ein Azubi Heinz. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum er die Rolle immer behalten darf. Das heißt ja immer, er ist halt stiller Mitteilhaber, Inhaber, wie auch immer. Verstehe ich auch nicht. Ich sag das nicht so. Ja, das Ding ist, das fand ich gestern auch so geil, ja. Ich bin im Prinzip, durch ihn bin ich gestern draufgegangen. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Weil, weißt du, ich weiß nicht, habe ich das vorhin schon erzählt? Ich werde wach, sehe ihn und das heißt, ich habe dann so gesagt, ja, ich würde der Pol am liebsten mal auf den Sack gehen, ja. Und dann sagt er, nö, wir machen Rügen. Und keine 10 Minuten später wird er von dem Pol verfolgt. So, und dann hieß es natürlich, ja, kommt mal her, helft mal. Was haben wir natürlich gemacht? Sind hingefahren, haben geholfen. Am Ende haben uns die Bullen das Auto kaputt geklatscht und wir standen irgendwann und wurden natürlich dann weggerömert. Weil zu viele da waren, 4 oder 5 Sterne. Waren zu viele da und keiner war vorbereitet. Ich bin da mit einer 50er hingegangen. Richtig. Und hab dann auch noch schön meine Materialien verloren. Ich war richtig angepisst an dem Tag. Danach. So, und das dafür, dass es heißt, wir sollen Rügen machen, weißt du? Was soll ich dir sagen, ne? Das ist halt klar. So, und das Ding ist, dass er dann anscheinend ja wohl die... Er hat ja anscheinend die für die Razzia gesorgt bei den LCNs und das Ding ist, dass die Pol auch noch offen darüber geredet hat, dass
einer von den Youngs, also von uns, die Razzia überhaupt in Auftrag gegeben hat oder überhaupt angezettelt hat. Das wurde denen von der Pol eiskalt erzählt. So. Und dementsprechend, ich habe jetzt natürlich so getan, als wenn wir absolut gar nicht wissen, wer das war, aber wir waren es nicht, weil wir Copcaller hassen. Was ja eigentlich auch so ist. Aber gut. Ey. Das ist das Schlechte. Tja, dann gibt's noch eine andere Sache, ne, Leute? Hä? Was denn? Ja, so wie es wohl mehrere bezeugen können, unter anderem auch der Uwe Wagenknecht, der Joel Hutmann und der Wladimir von den LCNs, sind die scheiß verkackten, verlogenen Madrazos immer noch auf ihrem Anwesen am Kochen. Ne? Also nix mit, was Smolik meinte, von wegen, die Madrazos halten sich an irgendwelche Abmachungen, die machen gar nichts. Die kochen schön um ihr Leben und erzählen uns einen vom Hut. Dann würdest du ja das nochmal mit dem Helikopter ein paar Mal langfliegen, ne? Es wird Zeit, dass wir dieser Scheißhütte den Erdboden gleich machen. Ist richtig, aber ich hätte gern das einmal auf Beweis, weißt du? So am Telefon zu sagen, okay, ist die eine Sache, wenn ich gegen glaube. Aber das nochmal selbst als Beweis zu haben, wäre die andere Sache. Sonst kommt mir wieder so ein Dieter Heinz oder wer auch immer da gerade ja. ist und labert also, die wieder in die Frieden. Ich will die gar nicht fragen. Die? Ey, die werden doch direkt reinkommen. Direkt Gespräch, babab. Und das meine ich. Im Übrigen, wie hieß der nochmal? Dieter, so der andere. Maximilian Knabe. Dirk Gardner. Nee, Dirk, der wurde geblattout, ne? Ja, und der hat sich bei uns versucht zu bewerben. Super. Geil, oder? Er kommt bitte nicht rein, ne? Der auf gar keinen Fall. Kann ich bestätigen, ich war New Kid. Auf Snitches kann ich verzichten, Alter. Warum ist denn der da geblattoutet worden, weißt du das? Keine Ahnung, weiß nicht. Ist ja genauso wie das Lukas Winter, dann Beta Lustig und diese Katja, die wurden ja alle vom UKK entlassen, ne? Der Winter hofft die ganze Zeit, dass er bei uns reinkommt. Ja, ja, ich weiß. Jedes Mal, wird aber nichts. Jede Fraktion will mich und so. Ja, ein und Scheiß. Hat dann gegeben, bei Tratzus wollen mich direkt in hohe Position. Und dann denke ich, ja, Junge, das liegt daran, dass ein Kinderverein ist. Du bist die einzige erwachsene Stimme da. Ja, Mann, auf jeden Fall. Erstens das. Zweitens, der bringt viel zu viel Unruhe rein. Dann hat, das ist Theo mal 10. Das. Also. Nee. Wenn ich bedenke, dass ich mal unter dem war. Junge. Unter wem jetzt? Lukas Winter. Ach so, ja. Nee, deswegen, also Lukas Winter, ganz schwierige Situation. Ich mag den Typen an sich, ja, so ist nicht. Ich mag den nicht, ne? Na doch, irgendwo hat er schon, also, ja, er kann ja, auch. Ich glaube, die Aktion mit Berger hat mir gezeigt, dass ein falscher Fubi ist. Am Anfang dachte ich auch, okay, vielleicht korrekt, aber wie Berger dann auch über den gesprochen hat, dachte ich auch nur, ja, kannst du in die Tonne kloppen. Ich bin, sagen wir mal anders, und ich, ist halt meine Meinung, ich bin mit ihm klargekommen, sagen wir mal so. Das auf jeden Fall, ne? Man kann sich gut so. Halten. Hat uns auch immer geholfen. Genau. Das war halt alles mit Bedacht, ne? Hat sich Hoffnung bei uns gemacht. Ja, wird aber nicht passieren. Das Letzte, was passieren wird, ist, dass er bei uns reinkommt. Ja. Matrazos, was machen wir mit denen? Ja, was willst du machen? Naja, vergewissern. Gucken, dass man irgendwie Beweise rankriegt oder dass man, also ich weiß ja nicht, dürftest du Uwe Wagenknecht auch sowas ansprechen, ob er sowas wirklich mal gesehen hat? Weil du aus sicherer Quelle sowas gehört hast? Sicher. Würdest du das mal tun? Was denn genau? Na, einfach mal dem Uwe Wagenknecht fragen, ob das stimmt, dass er die Madrazos auf ihrem Anwesen hat kochen sehen oder mit Journeys da gestanden haben. Ich weiß nicht, er wird da, denke ich, mal wissen, was Koch ist. Und Meth halt produzieren. Kann ich machen, ja. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass genau deswegen bei denen so auf die Pole eingereitet ist.
Das kann gut möglich sein, natürlich. Weil die hatten ja eine Phase, da war ja wirklich in, zweimal am Tag manchmal. Ne, also, wenn du da dich mal schlau machen kannst, das wäre sehr, sehr geil. Ne? Das ist einmal der Uwe Wagenknecht, der das weiß, angeblich. Und dann ist es der Joel Hutmann. Okay. Die beiden waren wohl angeblich da und haben das gesehen. Wenn die das bestätigen, dann glaube ich es. Die hätten keinen Grund, die zu decken. Ich habe keinen Bock mehr. Was denn jetzt? Er macht schon wieder hier. Ich spiele Flappy Bird und bei Flappy Bird habe ich Kopfschmerzen. Ja, das habe ich aber auch. Das riecht komisch mit der Scheiß, mit dem Scheißding. Schmutz. So, ich müsste gleich aber mal kurz im Kopf gehen. Ich muss noch 4 oder 5 Reports bearbeiten, sonst schaffe ich meine Quote heute nicht. Ich soll von mir einen Tag frei, James, alles cool. Ja, genau. Nee, das passt jetzt gerade, weil meine Pflanzen, die brauchen jetzt noch 50 Minuten. Das Kochen kann ich ja jederzeit immer wieder gleich mal machen. Ich muss diese scheiß Reports fertig kriegen. Es geht mir langsam auf den Sack, Alter. Ich glaube wirklich, scheiß auf ETS, Alter, und ab hier in den Dings rein, Alter. In die Regierung. Der Miege sollte, wenn überhaupt, versuchen, das mit der mit Wii zu machen. A nachzufragen, aber bei bei das knicken kann. Ich der Martin Funk eigentlich einen goldenen? Wie bitte was? Kriegt der Vogt eigentlich einen goldenen? Ja. Gut, weil er hat geschrieben, den nächsten Tag noch inaktiv wegen dem Vorfall vor 2 Wochen. Dann wieder bei euch voll und ganz. Ja, ich weiß. Steht jetzt komplett fest? Hat sich gerade entschieden? Also, meine letzte Info war ja. Also mir hatte der definitiv. Da war es halt noch unsicher. Also da meinte der, er geht auch eher davon aus, dass er. Das habe ich auch gehört, das ist richtig. Aber mein letzter Stand ist jetzt definitiv. Wobei ich auch sagen muss, mehr als berechtigt, weil erst war er, glaube ich, auch 14 Tage komplett weg, ohne irgendein Wort zu sagen. Dann kommt er wieder, und das war ja hier, wo die TÜV-Kacke angefangen hat. Dann kommt er wieder für einen Tag und ist wieder 12 Tage weg, und dann schickt er heute erst die Abmeldung. Ey, Mann, was hab ich denn getan? Mann. Brauchst du eine Replikier? Brauchst du ein Kit? Kommt alles? Nö. Warum lässt man denn das Handschuhfach auf? Ne, ist ja richtig. Ich hab mich ja vertan, ist da gar nicht mein Auto. Sorry. Ich glaub, bist du lost oder was? Du bist auch ein Knaller, ey. Bald ist Urlaub, James. Ich freu mich. Schön unter der Sonne liegen, Macker. Ja, schön die Familie im Stich lassen, ne? Merkst du selber. Im Urlaub kann man das mal machen. Sollte man auch. Ich weiß nicht, sehr ich drauf scheiße. Also, auf hier sein, also stoppen. Ja, komm. Was ist diese Zocken? Kenn ich nicht. Ein bisschen Rollenspiel spielen. Rollenspiel im Bett? Alter, nein, na du? Gott, alles ist auch gefangen. Ich trauere schon mal vor, wenn du weg bist. In 2 Wochen. Keiner mehr, der mich tasern kann, wenn die Brust schlägt. Gehen wir hin, mich in einem Van einsperrt, wenn man keine V-Bucks rausrückt. Jo, klar. Leute, du hast jetzt 2 Wochen Zeit, mich einzulernen, ne? Bis dahin muss ich fit sein. Dann werde ich der neue Familienanwalt. Gar kein Problem, kriegen wir hin.
Ich bin schon Praktikant. Du und alle kommt wieder anders gekündigt, so ich sagen. Ja, ich hab die Abmeldung auch nicht gesehen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Das, bin da mal kurz im Kopf. Nee, muss auch kurz im Kopf gehen. Nee. Kein Antrag, keine Abmeldung. Das melde ich ab. Dann melde ich oben. Ich gehe jetzt hoch.
Sie können gerne wieder rein und sich setzen. Der Typ, ey. Also ich versuche das jetzt wirklich legit zu machen. Also wirklich, wirklich legit als Frau durchzukommen. Ernsthaft. Wirklich. Ey, ich werd so Kopfschmerzen kriegen. Das wird mir so Kopfschmerzen bereiten, ehrlich. 20 Minuten später. Junge, wie lange brauchen die da eigentlich, ne? Also ich warte hier so lange. Entschuldigung. Was ist denn nun schon wieder? Was dauert denn hier so lange? Fähige Einreise.
von Jonas hin? Der ist schlafen gegangen. Oh. Das glaube ich, werde ich jetzt doch auch tun. Ich dachte, heute wäre Samstag. Ja. Gott sei Dank ist mir heute Abend aufgefallen und nicht erst morgen früh. Ja, das stimmt wohl. Alles klar, mein Lieber, wir hören. Ich pack hier, scheiß drauf. Wir hören uns morgen. Machen wir. Gute Nacht. Ja. Jo. Bist du jetzt fertig heute? Nee, ich komm danach nochmal wieder. Sag mal, die nach der Sonnenwende sind meine Pflanzen aber noch da, ne? Ja, die sind dann noch da. Nee, ich pack nur jetzt kurz ein. Nicht mehr so lange, ich hab nicht überlegt, tatsächlich sogar auch nach der Sonnenwende abzubrechen. Ich müsste nur noch eine halbe Stunde bleiben. Das ist sehr liebenswürdig. Aber ich werde im Kopf sein, ne? Nur das Bescheid bei. Ja, ja, ich auch. Opa, dann sind wir uns einig. Entweder es klappt oder wir haben Pech. Obwohl ich bin eigentlich. Ja, wohl, eigentlich müsste ich nicht mehr im Kopf. Ja, ich muss im Kopf. Alles gut, ich werde hier sein. Alles gut. Wir sind sowieso jetzt nur 4 Leute gerade. Ich hoffe, ich kriege den Durchgang noch durch. Ganz knapp. Das tatsächlich nicht.